Was willst du? So, okay. Also. Moin Moin. Willkommen zu Infection Free Zone. Zu der Early Access, dem neu rausgekommenen. Bei dem das mit dem neue Bereich auswählen anscheinend nicht funktioniert. Das heißt, wir nehmen einen von den Vorgefertigten. Was ist denn Ruchiane? Oh, das sieht mir aber sehr ländlich aus. Atlanta? Sagt er zu Atlanta? Ist denn Peschera Italien? Das wird sicher. Ne? Via Milano. Ist es doch alles nicht. Oft on. Naja. Dann tendiere ich ja sogar tatsächlich am ehesten auf Templin. Ja, mit Templin. So, wir gehen wieder hoch. Damit wir an den Anfang so ein bisschen skippen. Den hatten wir ja schon ein paar Mal. Ressourcen dafür auf maximale Schwierigkeit. Horden maximale Schwierigkeit. Gewinn. Jeder stürzt jetzt wieder ab, dann springe ich im Kreis. Moin Shinya Yoko, moin Kateke, moin Old Tom. Atlanta ist The Walking Dead. Ja, du hast recht. The world as we know it is gone. What we called the Mad Virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive, and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, that the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. Ja, Kappe, jetzt läuft's. Aber wie gesagt, wenn ich eine freie Punkt aussehen will, dann sagt er nee. Also dann stürzt es jedes Mal ab. Ich muss eine der vorgefertigten Maps anscheinend nehmen. The neighborhood looks deserted. We'll have to scavenge the nearby buildings for any useful resources. Und jetzt sind wir in Templin. Operator. Ja. Okay. Find something to eat as fast as possible. Oh, Feedback, Soundfeedback. Ready for action, on my way. Außerdem, warte mal, wir fangen mal damit an. Das werden ja alles dann so Häuser sein, die bald zu unserer Base dazu gehören. Eieieiei. Ta-ta-ta-ta. Da wären wir in Templin. Aber gleich mal ein zweites Squad und gleich ein drittes Squad.
On my way. Wir wissen ja so halbwegs, wie es läuft, ne? Bin mal gespannt, ob es jetzt insgesamt besser läuft. Da können wir uns schon mal so ein bisschen drüber Gedanken machen. Sammle Holz. Search done. Ziegel werden wir wahrscheinlich zumindest schon mal hier vorne so ein bisschen wegnehmen können. Und Metall brauchen wir sowieso. So. Plündert. Plündert. So. Soweit, so gut. Search done. Da wären wir wieder. Es geht wieder los. Gesammelte Dosen müssen wir noch zurückbringen. Ja, das machen wir schon noch. Jetzt gucken wir uns erstmal so ein bisschen um. Ne? Wir schauen uns mal so ein bisschen die Umgebung an. Dann gehen wir sogar auf die große Ansicht. No more to find. Hier wird es alles ein bisschen dichter. On my way. Das Intel und so, das sieht schon ganz gut aus. Sir, the crates are in the HQ. We have to think what to scavenge first. It will be best to check some shops or warehouses. Okay, I'll point you where to go. Chief. Clear. I will speak on behalf of the other citizens. Let us go and adapt the buildings to suitable shelters, so we won't spend a single more night underground. Jetzt kommst du gleich wieder um die Ecke. Das Gebäude ist so groß. Yes, that sounds like a good idea. Signs of smoke. It's coming out of a building. I think there might be some people there. I recommend we go and investigate. Investigate. Vielleicht kriegen wir da schon direkt neue Leute. Sir, just found a car. Alter! Drivable. Let's try to make a run again. Mach mal ein bisschen langsam hier. Nicht so ein Stress. Okay, try it. Search done. So, die holen wir erstmal ab. Das Auto ist nicht weit weg. Wir lassen sie erstmal heute so ein bisschen zu Ende looten. Dafür brauchen wir 111 mal Holz, Einheiten, Baumstämme, Bretter, keine Ahnung. Wir lassen die heute erstmal so normal so ein bisschen hier, ne? Und so, dann gucken wir erstmal. So, wir müssen Unterkünfte bauen. Wir müssen das Fahrzeug übernehmen und schick jemand los, um das zu kriegen. Das müsste alles soweit erstmal klar gehen. Search done. Es geht wieder los. Ich freue mich schon tierisch. Brauchen hoffentlich, finden wir mehr Autos dieses Mal. Und vor allen Dingen Pickups. Das wäre geil. Clear. Chief, we found some survivors. They've been living in terrible conditions for the last few years. Could bring them in, but will we be able to feed them? Natürlich können wir die. Wir nehmen die immer auf. Bring them in. Bring them boys home. Aber volle Kanne. Sir, the sun is getting low. We don't know what's going to happen during the night. We can continue our scavenging operations in the dark. Operator, that will be way more dangerous than waiting until sunrise. Die Arbeiter. Everyone should be back in the. The workers will return home too. Unarmed civilians should not walk after dark. Aber ja, alles. Das ist ja eine Playlist, alles drin, das ist alles nicht neu. Bis nachts gehen die Arbeiter nach Hause. Bei den Soldaten können wir halt entscheiden, ob sie nach Hause gehen oder nicht. Wir machen es mal jetzt mal erstmal, nur um jetzt hier, ne, ein bisschen den Stress am Anfang erstmal rauszunehmen. Dann gucken wir mal. Ja, das Wochenende wird sehr Männershorts-lastig sein. Da könnte man ganz fest von ausgehen. Es sei denn, irgendwie Technik macht uns einen Strich durch die Rechnung. Es kann ja sein, es ist eine Early. Und so. Sir, just saw a group of infected. They might not be aware of our presence here. Kämpfen. Get ready to fight. Schade, dass sie sich hier nicht die Rechte, also gut für mich als Streamer, ja, aber schade, dass sie sich hier nicht die Rechte von Resident Evil oder so geholt haben. Hier so ein bisschen Resident Evil-Mucke teilweise, wenn so die Horden ankommen, ja, diese typische aus dem ersten Film oder so, die Mucke wäre richtig fett. Moin Space.
Weißt du, hätten sie den letzten Meter auch noch zu Ende laufen können. Nasen. Ich steck mal meine Boys darüber, nicht, dass sie am Ende da drüben angegriffen werden. Das ist ja gut gelaufen. Jetzt rennt die raus da rein. Oh, ich wollte euch doch schützen. Oh, guck mal, jetzt sind sie trotzdem in unser Hauptquartier gelaufen. Naja gut, dann immerhin so. Ist keiner gestorben, insofern erstmal alles in Ordnung. Infected incoming. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken auch drüber machen, wie wir unsere kleine Burg bauen wollen. Also, dass wir die Gebäude hier mitnehmen, ist ja irgendwie klar. Aber das sind zu wenig Gebäude, das wissen wir ja schon. Ist halt so die Frage, wie wir es machen. Hier sind große Lücken dazwischen. Ich meine, ein bisschen bauen müssen wir. Also vielleicht hier, ne? Schaut mal auf meinen Mauszeiger. Hier so lang. Dann rund um das Gebäude. Dann hier hoch. Hier rum. Und wieder so. Grundfläche ist dann schon wirklich groß dafür, dass wir relativ wenig Gebäude haben. Könnte fast schlauer sein, dass wir vielleicht die hier sogar noch mitnehmen, aber hier dicht machen und dann uns eher so ein bisschen in die Richtung hier ziehen. Da hätten wir zumindest mehrere, auch kleinere Häuser. Also richtig ideal ist es hier irgendwie alles nicht. Also, was wir da für eine Riesenmauer ziehen müssen am Ende des Tages. Da wirklich alles so mit reinzukriegen, ist schon heavy, heavy, heavy. Erstmal klein machen, weiter aus. Ja, das ist okay, aber bleibt ja dabei, ne? Also, die insgesamt die Frage dann, was machen wir? So, ich würde sagen, wir räuchern die irgendwie erstmal so ein bisschen hier aus, ne? Bauen Sie einen Wachturm. Agreed. Let's build a wooden tower. On my way. No more to find. Die zweite Idee, gut, erstmal klein und dann nach unten gehen. Ja. Das heißt, wir machen erstmal den hier. Und dann quasi in einem zweiten Zug. Okay. Jetzt aufpassen, nicht, dass sie hier richtig Probleme bekommen. Geht. Ready for action. Going there. Ready for action. Waiting orders. Building clear. So, ihr, werten Freunde, werdet uns mal das Auto besorgen. Going there. Und die lassen wir mal hier unten dann ein bisschen looten. Das sollte soweit erstmal klar gehen. Die anderen, sie holen uns schön weitere Ressourcen ran, beziehungsweise bauen den Schutzraum hier auf. Sollte also auch durchaus klar gehen. Ja, ne? Dann machen wir es erstmal so. Wir brauchen noch ein, zwei Gebäude mehr. Das heißt, den kleinen Komplex würde ich schon durchaus noch mit reinnehmen. Search done. Diese Mini-Gebäude, da können wir nichts draus machen. Die können wir abreißen. Es ist witzig, dass das Feld zum Abreißen immer noch nicht da ist. Das ist hier daneben. Gebäude abbauen. Building clear. Let's do it. Und die sind recht flink. Kann es sein, dass die ein bisschen die Movement Speed erhöht haben? Ready for the ride. Oh, hallo. This will help speed up our scavenging. And we can run over the infected if they get too close. Search done. Wollen wir erstmal schick Benzin hier oben. Grande, nice. Das ist halt der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, ne? Wenig Waffenläden, aber alles für Autos. Going there.
going there. Building clear. Obwohl die Amis und Autos jetzt ja auch nicht. Eine Sicherheitseinrichtung. Guck mal, das ist anders. Vorher hatten wir immer nur Pistole als Symbol. Vielleicht sollten wir mal zur Sicherheitseinrichtung fahren. Naja. Wir suchen erstmal hauptsächlich erstmal so ein bisschen in der Umgebung. Da die jetzt ein Auto haben, würde ich mit denen dann anfangen, halt, ne? So ein bisschen in einer weiteren Umgebung auch zu suchen oder speziellere Gebäude anzufahren. Die PC-Version hat ja wieder ein Update, ja. Was? Und? Ist was Gutes dabei, Maria? Also so ein, zwei angekündigte Verbesserungen, die sie dabei haben, reizt mich ja wirklich. Ne? Also die Wandlung zur neuen Unreal Engine, zerstörbare Umgebungen komplett und sowas, das klingt schon ziemlich geil, aber... Search done. No more to find. So alles dazwischen halt auch eher nicht. Building clear. Search done. So, wie weit sind sie hier oben? Receiving. Clear. Ja, mit dem mal ein bisschen weiter schauen. Haben wir hier irgendwie nochmal so ein... Aber Benzin gibt's auf jeden Fall echt grande. Wer? Who's there? To all forwarding. The infection is in decline. Seek a host and rebuild. Hallo? Hello? Please respond. Over. This. The infection is in decline. Seek a host and rebuild. Hallo? Can you hear me? This. Kanal umschalten, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Chief, this is the same transmission we received before. Operator, but the signal is even weaker. Our walkie-talkies are not powerful enough for long-range communication. We have to build a large antenna. A local library or university would be a good place to search for information on how to make it work. Ja, ist okay. Machen wir. Let's go there. Our building is under attack. Sir, it's almost nightfall. We can already see some infected coming out of their lairs. On my way. They're breaking into our building. Okay. Get ready. Wir müssen mal gucken, wo ist denn mein Trupp da hinten? Ich würde sagen, jetzt ziehen wir mal ganz schnell die Bus zurück, da kommt nämlich einiges. Wir haben zumindest schon mal ein bisschen Munition aus dem Gebäude da hinten rausgezogen, aber ich habe halt auch die Horden hochgestellt. Das merkt man schon so ein bisschen. Fachbücher müssen wir finden. Das gut. Das machen wir. So, laden wir mal ab. Dann würde ich trotzdem mit dem auch gleich wieder weitergehen. Ja, genau. Bleibt einfach da drin. Oh, ist leer. Nein, nein. Lasst mein Auto in Ruhe. Port spotted.
Tja, ich glaube, ich würde die wirklich wieder auf, ne, und so. Wir können ja mit denen sogar durchaus die Quest machen. Holen wir doch mal ein bisschen Intel. Na, krabbelt so. Ja, lasst uns rein, lasst uns rein. Brauchen Sie einen neuen Internetvertrag? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Handyvertrag? Ja, noch sind es halt nur Pistolen. Ja, shit, da geht halt noch nicht ganz so viel. Und da haben wir noch eine Truppe dran. Ich hoffe mal, die checken das jetzt nicht allzu sehr. Sonst haben wir ein Problemchen. Ich bleib mal lieber bei dem Trupp. Wenn die hier zu nah rankommen, muss sie sofort ins Auto einsteigen und weg. Ich scheine die zum Glück nicht ganz zu checken. Oh, scheint zu gehen. Okay. Dann nehmen wir mal hier einen Truppibus, nämlich die hier, und schicken die mal zu der Polizeistation. Und die hier lassen wir mal noch ganz konsequent einfach die nächstgelegenen Gebäude hier. So, ne? Ansonsten müsste es eigentlich schon klar gehen. Das brauchen wir noch nicht reparieren. Aber wir haben 5 Leute drin, die bauen, das sollte eigentlich auch klar gehen. Holz und so sieht auch gut aus. Essen 20 ist nicht so viel. Aber wir plündern ja auch noch eine Runde. Operator. Roger. So, haben wir noch was Schickes hier in der Umgebung? Wir bringen es mal zurück für die Quest. Chief, we found some medical supplies. They'll definitely come in handy. Now we'll be able to give first aid to the wounded. But if we want to heal people more efficiently, we'll need to build a med bay. Clear. Moin, Salö. Oh ja. Zombies werden wieder platt gefahren. A med bay sounds like a good idea. We'll think of that. Receiving. We need a workspace where we can experiment and re-engineer all the pre-pandemic technology. We could store all the books there too. Operator. Let's build a research center and assign the most technical minds there. Building clear. Okay. Let's do this. Okay. Receiving. Die Pistolen haben sie schon mal bisher jedenfalls noch nicht gefunden. Ein einziger deutscher Streamer gerade mit Incursion. Schade. Schade. So, dann bauen wir doch mal das gute Research-Zentrum. Going there. Wird halt alles noch so ein bisschen dauern, aber ja, ja. Nein, das hier müssen wir ja auch noch fertig bauen und so. Dauert schon. Aber vielleicht ist noch irgendwo ein anderes Fahrzeug gesehen. Schaut mal, hier unten ist nochmal eine Polizeistation. Sowas mit Fragezeichen. Also zur Polizeistation hier unten werden wir mal gleich unser Auto noch schicken, sobald die mal hier durch sind. Ein zweites Auto wäre schon ganz geil. Ah, die scheinen das mit den Waypoints zu verbessert zu haben. Das scheint jetzt flüssiger zu klappen, nicht, dass die immer irgendwann immer stecken bleiben und nicht mehr weitergehen. Das ist eine Standardkarte. Selbst generiert nicht Rizzle. Das Problem ist, moin erstmal, dass es vorhin dabei immer abgestürzt ist. Ich bin gar nicht quasi überhaupt dann ins Spiel richtig reingekommen, deswegen habe ich da jetzt angefangen, jetzt erstmal eine Vorgefertigte zu nehmen. Ich hatte ja schon im Vorfeld mit der Pressversion, konnte ich schon ein bisschen früher reinschauen. Und da habe ich dann welche genutzt. Ja. Einfach andere. Wir waren auch in Berlin irgendwo unterwegs und so. Das hat funktioniert, allerdings war es da insgesamt recht fragil. Das heißt, irgendwann gab es einfach irgendeinen Bug, der dazu geführt hat, dass wir nicht mehr weiterspielen konnten. Deswegen kann ich dir nicht abschließend sagen, wie gut es dann funktionieren würde, falls es bei dir vielleicht funktioniert. Oh, ein Efrin. Search done.
Aktuell jedenfalls nicht. Also bei mir klappt es aktuell jedenfalls gar nicht. Ich müsste das komplett sein lassen. Brauche Bewaffnung. Und zwar gerade. War's denn jetzt? Ich sehe es nicht mehr. Everything's collected. Da ist es, da wollen wir hin. We're on the move. There's nothing left. So, die anderen sind gut dabei. On my way. Soll ja schon der USP sein für das Spiel. Schade, dass bei Release noch nicht klappt. Vielleicht klappt es ja bei dir. Also. Es scheint da durchaus auch unterschiedliche Problemchen zu geben jetzt zum Start. Es ist halt noch early, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Also, dass da gewisse Sachen vielleicht noch nicht ganz funktionieren, fände ich jetzt erstmal nicht so dramatisch. Ich hoffe eher, dass sie es hinbekommen haben, dass im Vergleich zur Presse-Vorab-Version das Spiel jetzt stabiler läuft, je länger es läuft. Also dann immer noch stabil bleibt, je länger es läuft. Weil das eigentlich eher frustrierend ist, wenn du nach so 4, 5, 6 Stunden Spielzeit deinen Spielstand nicht mehr weiterspielen kannst. Aber ja, wäre schon ganz geil, auch wenn du, wenn auch das Feature funktionieren würde, dass du alles jeden Platz auf dieser Welt dir raussuchen kannst. Safe. Moin, Michi. We are out of resources. Mal so ein bisschen weiter weg sind, müssen wir mal bald zurückholen. Geht noch. So, was habt ihr gefunden? Munition und... Ach, wir holen sie mal zurück. Ja, das sieht anders aus. Austausch, Abteil, Brennstoff. Reparieren. Ah, cool. Man kann echt das Auto reparieren. Wie geil. Verlassen. Will sie zurückschicken. Oh. Ja, sehr geil. Wir können des Nachts unterwegs sein. Sir, we found a trail nearby. Looked as if a huge crowd had run and trampled everything in their way. Ready for action. Must have been hundreds. Roger. On my way. Doch was? Is there anything else? Last night we could hear howls, as if crowds of monsters were shouting and wailing. I think something really big is coming our way. Thanks for the update. We'll be ready. Ich habe auch, Rizzle, mit einem meiner ersten Runs war ich dann tatsächlich auch bei mir in meiner Gegend Berlins unterwegs. Jetzt nicht genau da, wo ich wohne, da muss ja auch nicht unbedingt. Also, ne? Aber ja. Also privat hätte ich es natürlich schon gerne so gemacht, aber da wollte ich mir wenigstens einen kleinen Puffer lassen und dann waren wir hier in der Schlossstraße unterwegs. Das ist so ein bisschen, ja, so die größte Einkaufsmeile Südwest-Berlins ist. Sind wir so ein bisschen in die Richtung gegangen. Das war schon ganz crazy. Das ist auch geil. Das ist ein super cooles Feature. Die räumen die Autos jetzt mit einmal leer, seht ihr das? Die haben das beschleunigt. So, ich werde mal noch ein bisschen sparen, denn Ziel ist, ich schick's mal so los. Sollten sie erstmal genug beschäftigt sein. Können wir ja noch irgendwo ein bisschen Polizeistuff, sagt mal. Scheunenzeug sehe ich hier noch so ein bisschen. Also so ein, zwei Pistölchen. Hier ist noch was. Da können wir gleich den anderen Trupp mal hinschicken, der mit den... der das neue Auto holt. Hier ist auch noch mal was. Zwei. Oh, sieht ganz gut aus. Clear. New York ist heftig mit dem Hochhaus. Nach der vierten Nacht kam schon Boss. Ja, ich habe in New York auch schon gespielt.
Das Problem ist halt, wie gesagt, ich kann aktuell, bei mir klappt das nicht. Ich stürze halt irgendwie ab, keine Ahnung, woran das liegt, aber wenn ich halt irgendwie eine so nehmen will, dann funktioniert das toll. Ansonsten, ja. New York haben wir auch schon gemacht. War mein letzter Spielstand. Sogar. Clear. Bis er halt nach 6 Stunden dann so kaputt war, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte. Moin auch Wolfgar. Ach, moin Nino. Clear. So, dann straight nach Norden. We're on the move. Schaut mal ruhig da noch nach. Sonst können wir eigentlich spulen, weil nachts über passiert jetzt nicht viel. Wir werden jetzt weder angegriffen noch sonst irgendwas. Ja, die sitzt halt in den Häusern. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Ja, natürlich! Send them in. Send them in. Ich habe zwar nur 19 Nahrungsmittel, aber hey! Das geht schon, das geht schon. Und allzu viel Wohnraum habe ich jetzt auch nicht. Aktuell 55 von 27. Wir sind komplett überbelegt. Aber hey. Chief, we just found a dead animal. But the thing is, it was literally shredded to pieces. It couldn't just be some ordinary infected. There are teeth marks on its skin. They look like dog teeth. Moin, Ecky Splasher. Es gibt in England ein geiles Schloss zum Ausprobieren. Ja, wir hatten hier schon überlegt, halt, ne? Eisenach, Wartburg. Aber wie gesagt, aktuell geht's leider nicht. Stay alert. Also bei mir jedenfalls nicht, keine Ahnung. Done. Chief, we found some seeds in one of the buildings. It looks like grain. There were some farming tools as well. Maybe we could use this to start cultivating the land again. Landwirtschaft incoming. Okay, bring that in. We should... Okay, let's build a cookhouse. Geil! Ready for action. Going there. Going there. Roger. So, wir looten immer noch so 1, 2, 3 Gebäude zu Ende. Und dann holen wir sie mal zurück mit dem Auto. Clear, clear. Ziegel, Holz, Gedöns, das passt schon. Wir können von den Ziegeln mal so ein paar wegnehmen. Das reicht eigentlich, wenn wir damit 8 dabei sind momentan. Am Anfang brauchen wir eh am meisten Holz. Zack, so müsste es besser klappen. Bitte geht's, aber ganz kleine Gebäude werden immer rot. Das nervt optisch, ja. Ich finde sowieso, grundsätzlich fände ich es ganz geil, wenn sie es machen würden, dass dieses ganze Hervorgehobene, was du hier hast, dass du das ausschalten kannst. Oder dass es halt nur sichtbar ist, wenn du eine gewisse Taste drückst oder so. Ich finde es nämlich eigentlich ganz geil, wenn es halt eigentlich eher so aussehen würde. Nehmen wir mal an, das ist jetzt unser Hauptquartier oder so. Das finde ich noch ganz geil. Die Stadtmauer hat auch potenziell die hier, ne? Die hat aber auch, ne? Hier, gucke mal. Und nur 1500. Die gute Mauer, die wir beim letzten Mal schon gebaut hatten, war härter. Mittelalterliche Stadtmauer. Aber sie ist da und sie ist gratis. Reporting. So, holen wir das Auto zurück. Roger. Roger. Let's do it. Zack. Was wollen wir denn mal diese Mini-Gebäude da abreißen? Felder sollen wir schon bauen. Meine Güte. Ja, mit den Unterkünften sind wir schon ganz gut dabei. Ein bisschen Glück. Ja, die kriegen wir heute noch fertig. Holz müsste ich noch haben. Nee, habe ich gar nicht mehr. Jeez, ist das jetzt schnell weggegangen. Das heißt, wir können hier schon mal wieder Leute rausnehmen, sonst das bringt's einfach ansonsten gar nicht. Und die dann wieder ein bisschen mehr abholzen lassen.
Vielleicht wird die Mauer nicht angegriffen, weil sie nicht von dir ist. Puh, ja, das könnte sein. Das ist keine schlechte Idee. Könnte man zumindest versuchen, ne? Tja, aber bleibt irgendwie aktuell dabei. So richtig neue Bewaffnung kriegen wir nicht. Wir haben immer noch bis jetzt nur 2 Pistolen. Es gibt noch 2 weitere... 2 weitere Polizeistationen haben wir schon noch gesehen. Das heißt, da können wir ein bisschen was versuchen. Die blau markierten Bäume später weg. Sind weg. Wenn die gefällt werden, sind sie weg. Oh, ein Missing Turtle. Auch das Blau ist hier weg, sobald das fertig gebaut ist, zum Beispiel, ne? Und so, also das dann wird's grün. Schloss in meiner Stadt werden die Mauer nicht angegriffen, nur meine gebauten. Nice. Nicht schlecht. Dann sollten wir uns vielleicht in die Richtung ausbreiten und das hier zumindest auf der Seite als Außenmauer für uns nutzen. Sag mal, das kriege ich nicht übers Herz. Kannst du bitte die Sachen da mitnehmen? So, die suchen noch fleißig. Die suchen auch fleißig. Das sieht alles gut aus. Wir haben sogar 9 Sprit. Wir könnten schauen, dass wir erstmal ein bisschen voll dekadent 2 Trupps auch komplett mit Auto looten lassen. Brauchen auch noch ein größeres Lager. Dann wird es schon langsam knapp. Dann haben wir unsere ersten 4 Gebäude auch schon durch. Moin, Los Gallos. Oh ja, es ist da. Los Gallos, es ist da. Clear. Work's done. Head back to your shelter. Schade, nicht fertig geworden. So. Bisschen Intel wäre halt auch noch ganz geil, ne? Mal, hier haben wir noch ein bisschen was, da haben wir noch ein bisschen was. Die Ecke hier unten rechts sieht ganz cool aus. Mal, hier haben wir gleich 3 coole Gebäude, da schicken wir mal morgen einen Trupp hin. Boss, we're running out of space for resources. We have to build a warehouse. Wir müssen ein Lagerhaus bauen. Okay, we'll build one. Receive it. Okay, machen wir. Operator, we're on the move. Ja, ja. Ah! hallo. Jetzt aber nicht übertreiben. War noch Quickos, nur Highlights im Programm. Oh yeah. Sehr strategielastig wird das Wochenende und ich freue mich tierisch darüber. Alter. Alter! Nicht das Gebäude, das habe ich doch gerade erst angefangen zu bauen. Hier, kommt hier rüber, kommt hier rüber. Alter, das wollen sie aber wissen. Reicht meine Muni? Ja. Kommt her. Kommt zu Papa. Nein! Heads up, there are some infected dogs incoming fast. Infected dogs, auch noch infizierte Hunde. Abknallen, abknallen. Shoot them down. Eieieiei. Jetzt geht's los. Jetzt greift natürlich auch unser schickes Gebäude da hinten an. Und noch mehr. Wir müssen die pullen. Ja, da endlich. Jetzt kommt rum.
Eieiei. Und noch 16 Nahrungseinheiten. Yay. Wipe that sleep off your face and get to work. So, okay, dann wollen wir mal. Schnappt euch ein Auto. Dann nehmen wir mal die und fahren hier nach unten. Ja, das werden wir mal machen. Naja. Fangen wir mit dem Gebäude an. Let's do it. Let's do it. Operator. Die lassen wir in der näheren Umgebung looten. Brauchen wir uns um die auch nicht mehr kümmern. Und die können wir eigentlich auch noch in der näheren Umgebung erstmal looten lassen. Sollte reichen. Gebaut und so wird ja eh. Da, die haben noch... Yay! Unsere Gebäude sind fertig. 82 Plätze haben wir bekommen. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Du hast hier überall auch einen schnellen Zugriff, ne? Das geht auch darüber, Nino. Aber ja, ja, ja. Können wir durchaus machen. Mir reicht eigentlich das System aus. Chief, we just found an assault rifle. This will come in handy against large hordes. Let's just not waste too much ammo on nothing. Yeah! Use it with caution. Wow, gleich zwei Sturmgewehre. Fett, 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 fett. Winter is coming. Winter is coming? The farms won't produce any more food. We should brace ourselves. This might be the hardest days of the year. Winter? Jetzt schon? Ja, wir bereiten uns vor. Let's prepare for winter. Was sagt er so einfach? Let's prepare for winter. Okay. Clear. Na gut. Building clear. Stauraum, ne? Ich hoffe mal, dass das hier so halbwegs, dass da was passiert. Dann müssen wir noch den Turm bauen. Wir müssen die Felder auch bauen. Ich meine, gut, die Felder kriegen wir hier mittlerweile ganz gut hin. Die würde ich einfach hier hinsetzen. Aber ihr meint, wir wollen vielleicht so in die Richtung. Also vielleicht sollte ich sie auch hier hinsetzen oder so. Ich glaube, da sind sie schon ganz gut. Oh, gleich ein Kochhaus. Und dann sind wir eigentlich schon wieder durch, da. Sind wir mit unseren Gebäuden, die wir hier haben, eigentlich auch schon wieder fertig. Das reicht nicht, das wissen wir schon. Das ist nämlich alles zu klein. So, jetzt sind wir mit allen Gebäuden, die wir haben, fertig. Arg. Super arg. So, nehmen wir mal die und gleich mehr Intel, bitte. Zurück. Also könnten wir mal uns überlegen, was haben wir denn? 13 Uhr? Ah, das ist mir zu spät. Am nächsten Tag können wir mal gucken, dass wir das mal reparieren. Ist ja vielleicht nicht so schlecht. Hm. Unser Research Center steht. Cool, aber vier Leute ist mir am Anfang noch zu viel. Wir machen mal zwei. Und, was hatten wir beim letzten Mal am Anfang genommen? Nee. Kommunikation. Und erstmal die Antenne. Das ist das Wichtigste. Grundlegende Antennen sollen wir auch erforschen. Essen. Aber die stärkeren Mauern sind halt mega fett. Wenn wir die dann bauen und so, das ist schon ganz geil. Clear. Aber wir brauchen halt mehr Leute. There's nothing left. Building adapted. Unser Lager ist auch fertig. Schön. Da passiert ja richtig was. Wir sind auf Leute getroffen. Wir sind auf Leute getroffen. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Zu uns kommen. Wusstest du, dass du die Felder ziehen kannst? Hast du immer gleiche Abstände? Nee, das wusste ich nicht. Das ist cool, Capo. Das machen wir auch gleich. Clear.
Da bin ich dabei. Chief, if we want to build anything else, we need more resources. Send workers to chop down some trees. Maybe we could build some palisades with that too. There's nothing left. Okay, let's gather some wood. Clear! Das gönn ich mir. Du reißt dich da mal ab. Ah! Ja, cool. Danke, Kappe. 9 Lebensmittel. Zu wenig. Stop working. Start winding down for some rest. Die lassen wir weitermachen, auch bei Nacht. Hier werden wir dann mal eben zurückholen. Wieso ist denn hier nicht mehr? Wir hatten doch eigentlich mal den Punkt, dass die hier draufklicken und dann gehen die automatisch zurück. There's nothing left. Ready for action. Roger. Ready for action. On my way. Waiting orders. They're coming. Okay. Search done. Es wird Zeit, dass wir unser Hauptgebäude mal reparieren. Jetzt bei der Antenne. Antenne? Was meinst du? Oh, und Kombi. Ach, das gibt's erst, wenn die Antenne da ist. Ah. So sehr dran gewöhnt. Guck mal, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Sollen wir noch ein bisschen Sprit zu holen vielleicht? Ja, komm, fahren wir mal hier runter. Nein, killt ihn nicht. Versuch ihn zu helfen. On my way. Attack. Es sind nur noch 2. Let's do it. On my way. Nein, wir sind tot. Aber es gibt hier vielleicht noch ein paar andere, die zu uns kommen wollen. Bei der Antenne ruft man sie alle zurück. Ja, das meine ich nicht. Genau, ich will einzelne Squads zurück und das konntest du immer machen. Aber vielleicht geht das auch erst, wenn die Antenne steht. Können wir ja gleich schauen. Ich bilde mir ein, ich konnte das vorher auch schon vorher machen, aber kann gut sein. Arme Neulinge, ja. Machst du nichts? Holen wir uns morgen auf jeden Fall mal den Kombi gleich ab. Clear. Another one incoming. 2:30 Uhr, das sieht doch schon mal gut aus. Roger. There are some infected around here. Horde, ey. Ist ja mal gleich Horde sage. Klingt aber so böse. Jetzt nochmal eine Schule. Building clear. Ja, die können wir erstmal zurückrufen. Receiving. We're on the move. Infected incoming. So. Receiving. On my way. Ready for action. Move. Chief. The survivors that we took in, they have some important info that we could use. They speak of various kinds of infected animals they encountered.
and other groups of survivors, too. But they've lost people recently. Let's do it. It'll take some time for them to integrate. Let me find some jobs and shelter for them. Receiving. Okay. Let them rest. Die können sich ausruhen, das ist okay, das ist okay. Sollen sie machen, sollen sie machen. So. Frage ist, was machen wir mit euch? Ich glaube, ich würde noch zu der einen Schule fahren wollen, die wir gerade hatten. Das ist so zwar nicht, das geht aber auch. Yay, mehr Leute! Und dann müssen wir mal hier schon so langsam aber sicher schon schauen, was wir mit den anderen hier machen, die wir so haben. 13 sind uns schon frei geworden. Ja, das hier können wir mal eben reparieren. Now we're ready to build an antenna. Once it's operational, we'll be ready to receive distant transmissions again and broadcast some invitations ourselves. Ja, Antenne ist geil. Guck mal, die können wir so auf die Straße genau zwischen die Gebäude stellen, oder? Das sieht doch cool aus. Zack. Okay, let's do this. Die Antenne ist ja auch wichtig. So, als nächstes gehe ich aber, glaube ich, wirklich so mal straight Richtung Werkzeugfabrik und vor allen Dingen fortgeschrittene Mauerarbeiten. Dass wir uns die dicken Mauern und Türme und so holen können. Vor allem die dicken Türme sind so gut. Es bringt so sehr. Oh, da ist die Schule. Ja, passt ja. Dann holen wir mit denen wirklich hauptsächlich nur noch Intel ran. Wenn unsere Küchen gleich fertig sind, können die ja zumindest schon mal so das bisschen an Weizen, was wir da geholt haben, umsetzen. Dann sollten wir so langsam aber sicher auch mal anfangen hier, ne? So gewisse Sachen fertig zu bauen. Also wir haben krass wenig Nahrung dafür, dass so viele Leute wie wir sind. Clear. Tipp für die Türme haben, ja? Oh, klar, immer. Gerne. Ich habe halt auch ein paar Stündchen schon gespielt, also, ne? Aber vielleicht ist ja was ich noch nicht war. Dann da rechts von der Schule nicht auch ein Pickup. Was heißt auch? Ja, du, schön. Sehr geil. Sehr aufmerksam. Danke. Den holen wir uns auch noch. Zwar heute noch, das kriegen wir hin. Mit dem Pickup können wir dann schon mal den ersten Trupp direkt auf Expedition schicken. Das müsste gehen. Wie weit seid ihr da oben? Sind fast dran. Das sieht gut aus. Hostiles inbound. There's nothing to eat. Nichts zu essen klingt ja irgendwie doof, oder? So, aber immerhin sind unsere Felder jetzt da. Wir müssen halt die Küchen mal langsam Klarschiff kriegen. Wenn du die Türme gebaut hast, kannst du die Bewaffnung auf Bogen machen. So sparst du Waffen. Wir haben unendlich Munition, wenig Reichweite, weniger Schaden. Naja, das weiß ich schon. Aber das bringt's nicht, weil wir Muni hatte ich noch nie ein Problem mit. Und wenn die dicken Horn kommen, ich habe es auf die höchste Stufe gestellt, ne, dann kommst du mit den Bögen irgendwann einfach nicht mehr weiter. Das machen die aber auch automatisch, ne? Sobald du keine Waffen mehr oder so hast, schießen die auch wieder mit Pfeil und Bogen. So, die oben müssten durch sein. Waiting orders. Haben wir hier irgendwas Cooles oben, wenn wir sie da schon mal haben? Sieht nicht so aus, ne? Aber wir könnten mal gucken, dass wir mit denen ein bisschen Nahrungsmittel holen. Ich meine, bis jetzt ist mir noch nie in meinen ganzen Runs noch nicht einer durch Hunger gestorben. Aber vielleicht ist es ja diesmal das erste Mal. Ich meine, unsere Küchen wären fertig, ne? Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Mehr Leute, mehr Leute. Adaptation complete. We're running out of resources. Waiting orders. So. Und dann? Clear.
Reporting. Negative. Wir können doch nicht auf Expedition. Wahrscheinlich, weil wir noch nicht den Funkturm haben, oder? Kann das sein? On my way. Kommen wir mal zurück. Receiving. Ich hatte hier irgendwo nochmal Intel. Da, genau. We're on the move. Ready for action. Roger. Ich habe gestern einen Tanklaster gefunden, aber weiß nicht, was der Sinn ist. Der hat nur 4 Plätze und du kannst den Tank nicht leeren. Es gibt einen Schalter im Auto, ne, dass du Tank leeren kannst. Musst du mal gucken, hier. Brennstoff aus dem Brennstofftank ausgießen. Ist halt nur die Frage, ob es dann halt verschüttet oder einfach nur rausnimmt. Aber das könnte dir vielleicht was helfen, ne? Mach ich ein bisschen. Reporting. Let's do it. Warte mal, Stahl haben wir genug, ne? Naja. Ja. Wir werden mal die Antenne relativ schnell fertig bauen. Ist schon genug dabei? Reporting. We're on the move. Receiving. On my way. Ja, oh, also. Waiting orders. Vielleicht sollte ich ein bisschen zu essen holen. Wenn der Knopf kommt, der Sprit ins Fahrzeuginventar. War zumindest so ein Polo. Ja, cool. Naja, dann. Geil, was wir hier haben mittlerweile, ne? Aber jetzt brauchen wir erstmal Essen. There are some infected around here. Let's do it. Let's do it. Let's do it. On my way. Moment. Waiting orders. Roger. Ist ja nicht so, als haben wir momentan so eine kleine Nahrungsmittelkrise, aber kommt. Unsere Nahrungsmittelkrise ist nur ganz klein. Das ist übrigens eine Mondnacht, ne? Können also weitersuchen. Aber jetzt ist es auch schon so gut wie vorbei. Waiting orders. Let's do it. Operator. So, sollte passen. Dann holen wir mal das hier, was wir jetzt gleich noch mit reinbringen an Nahrung zurück. Dann hoffen wir mal, dass die jetzt einfach erstmal nicht draufgehen. Ich meine, Felder sind da. Wir haben jetzt ein paar Küchen ready. Sollte ja schon irgendwie was sein. Schauen wir mal übrigens, wie groß unser Lager jetzt ist. 625, das ist nicht viel. Wir brauchen eigentlich noch mehr Lagerfläche. Tja, ja. Aber ein bisschen Weizen hatten wir ja. Also ein paar Nahrungsmitteleinheiten kriegen wir auch selber. Ne? Ein paar Speisen. There's nothing left. Da ist sogar noch zweimal. Das holen wir mal. Research complete. Können uns auch überlegen, weiteren Truppen mal langsam zu bauen. Warum eigentlich nicht? Spätestens, wenn es mit den Expeditionen losgeht. Zack. Mal hier so ein
So ein Block wäre irgendwo cool gewesen zum Starten, ne? Hier so ein Häuserblock. Dann hätten wir hier die Mauer hier unten genutzt, hier die zu Ende gebaut, drumherum gerodet. We're on the move. Receiving. Roger. Baut mir die Antenne fertig, und zwar schnell. Ich danke dir, Rizzle. Für dein Follow. Da, es kommen Leute. Es kommen Leute. Yay. Search done. Clear. Da sind genug drin, das ist also okay. Tja, wir müssen uns echt überlegen, was wir hier machen, ne? Ich glaube, irgendwie mittlerweile brauchen wir deutlich mehr Gebäude. Also hier ist eine größere Dichte. Hier allerdings auch, ne? Wir könnten so das Ding so ziehen zum Beispiel. Kann ich auch hier mit anfangen. Aber wir brauchen schon demnächst neue Gebäude. Und zwar demnächst. Können wir erstmal mit dem Plopsi als nächstes weitermachen? Das können wir schon mal abreißen. Das ist zu klein. Das klingt doof. Können wir mal unsere Trupps holen und uns ein bisschen Essen dazu. Ah, guck mal. Die haben die Taschen randvoll mit Essen. Das ist doch nice. Die Stimmung ist doch immer noch zufrieden. Ja. Minus 9% 20, die Dorfbewohner verhungern in 23 Stunden. Ah, guck mal, da ist doch wieder Essen. Sieht doch gut aus. We're on the move. Wir können sogar weiter forschen. So, fortgeschrittene Mauerarbeiten. Zack, das kostet 8, aber das ist richtig geil. Tja, wir werden auf jeden Fall mehr Lagerkapazitäten brauchen, ne? Wie fände ich das ganz witzig, die Mauer hier aber auch mit reinzunehmen? Dass wir unser Lager so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, könnten wir ja machen. Dann wird es halt eine richtig große Stadt, so ein bisschen, ne? Hier ist so dann die Außengrenze. Zieht sich das hier so lang? Was hat es heute mit Lannerlords auf sich? Das ist doch erst in 2 Wochen. Ich weiß, es gibt einige, die mich dafür schlagen werden. Wollen werden. Ich darf schon heute spielen. Und nicht nur ich. Ja, es gibt einen Pressezugang sozusagen. Und das Embargo für den Pressezugang fällt heute um 16 Uhr. Das heißt... 16 Uhr. Geht's los. Clear. Geh mal kurz auf die Übersichtskarte. Clear. Ja, ich mache das gerne für den Chat bei nächster Gelegenheit, ja. Das Problem ist, weißt du, ich weiß ja, dass viele sich darauf freuen. Aber ich freue mich halt auch tierisch, vor allen Dingen halt privat. Deswegen kann ich das nicht sagen, ohne ein dickes Grinsen auf dem Gesicht. Weil ich weiß, dass es einige gibt, die da mit Sicherheit sagen, so, was für ein Arschloch. Ich will auch... Ich hol sie mal lieber zurück. On my way. Ready for action. Roger. Reporting. We're on the road. There are some infected around here. The infected are pillaging a building. Ich bin auch mega hyped. Das ist es halt. Ich bin supi dupi hyped. Oh oh. Ich auch. Bereit machen. Okay. Get ready to defend the zone. We need backup. The door won't hold much longer. Ah.
Hallo? Meine Güte. Wir müssen die aber in die Haupthäuser kriegen. Geht nicht anders. Weil nur da kriegen sie Munition nach. Da rein! Später. Muss leider was tun. Mache Hühner die. Viel Erfolg. Ich darf spielen und ihr nicht, ja, so ungefähr fühlt sich's an. Das ist halt auch echt, das ist eines dieser Spielchen, bei dem ich mich auch echt wie ein kleines Kind drüber freue, dass ich das einfach schon so spielen kann. Weißt du, ich meine, ne, keine Ahnung, ich werde jetzt dieses Jahr 36, aber trotzdem gibt's halt so diese Punkte, bei denen ich kann mich daran sehr gut erinnern, dieses, boah, nächste Woche kommt das neue Spiel raus, auf das du dich tierisch freust. Was würde ich dafür machen, das jetzt spielen zu können, weißt du, und Manalords ist so ein Spiel. Dann schreiben die mich einfach letzte Woche irgendwann an, wie so, hey, wie sieht's aus? Hast du nicht Bock schon Ende der Woche reinzuschauen? Und ich denke mir, yo, das ist das Paradies. Und das ist eine Horde. Reporting. Roger. Going there. On my way. Going there. Roger. Oh. Das Gebäude leidet. Meine Munitionsbestände auch. Zum Glück habe ich halbwegs Munition. Wir müssen dick reparieren am nächsten Tag, ne? Und zwar ordentlich. Ich brauche Essen. Ich brauche dringend Essen. Die Küchen befeuern können, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Boss, it's been a rough night. Something must have made the infected extremely bloodthirsty. If more and more come, our chances of survival will be really low. Hey, haben wir? Wir zeigen's denen. Then we'll take down as many as we can before we fall. Lass mal random suchen. Hoffen, dass die halt auch für sich noch ein bisschen an Holz dabei, geil. Dass die eine Pistole vielleicht für sich finden oder so, das ist nicht so verkehrt. Roger. We're on the move. No more to find. Oh, das passt auch. Jetzt sind wir mit denen erstmal wieder durch. Müssen wir eben mal schauen, dass wir ein paar Leute zum Reparieren auch einsetzen. Mehr Leute! Freundlich. Approach them friendly. There's nothing left. So, reparieren. On my way. Roger. Sir, we've... Ballern die sich gegenseitig gerade ab? Ey, ich will doch beide aufnehmen. Moin, Deadshot. What? Was machen die denn da? Ah, die killen sich auch nicht. Okay, jetzt sind sie voll. Nicht so. Okay, darum müssen wir uns kümmern.
So nicht. Building clear. Going there. On my way. Waiting orders. Search done. Roger. Hilf sie doch. So, jetzt aber. Building clear. Clear. Okay, liefert erstmal ab. Roger. Wo ist denn mein Trupp, der gar nichts hat? Die hier. Die holen wir mal daran. Guck mal, das sind drei Waffen. Wie geil ist das denn bitte? Building repurposed. Are out of resources. We're going to need some metal too. Dying without car wreckages can be a good source. Or Metall? Wie habe ich es denn geschafft, dass ich kein Metall mehr Let's habe? Go there. Operator, the moods in our zone are terrible. People are on the edge, and if we don't do anything, Clear. They will start leaving soon. Clear. We'll do whatever Building it takes clear. To keep people here. Ja, ich versuch's. Wir müssen jetzt wirklich uns sehr stark auf Essen fokussieren erstmal. Aber ich komme ja schon mit Taschenrand voll mit Essen, ne? So ist nicht. On my way. Search done. We're on the move. Also ich versuch's ja wirklich. Roger. Let's do it. Versuch's ja wirklich. Was ist denn mit unserer Antenne? Ist noch nicht fertig. Shit, wir brauchen wirklich mehr Eisen. Sagen die nicht einfach nur so. Das ist ja echt doof. Wir haben ein bisschen Weizen gleich, um die Küche nochmal zu befeuern. So. Dann... Lass dich auf jeden Fall mal bei Nacht noch weitersuchen. Das wird nicht anders gehen. We're on the move. So. Mit denen genau das gleiche. Jetzt 17 Nahrung, ne? Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. 14 Sprit? Ah ja. Das sieht nach dem Heiligen Gral aus in Sachen Essen. Ich hole ich mal trotzdem kurz zurück. Also alle, die nicht mit Auto unterwegs sind, ich glaube, die hole ich mal erstmal wieder zurück. Jetzt müssen wir erstmal kurz Überblick behalten. Die gehen zurück. Wir haben 2 mit Auto unterwegs, richtig? 4 insgesamt, okay, passt. Going there. Building clear. Oopsie. On my way. Another one incoming. Receiving. Jetzt dürfen sie den ruhig folgen. Jetzt passt sie auch wieder so halb. Ist schon in Ordnung. Aber selbst die 17 werden, glaube ich, nicht allzu sehr reichen. Ich hoffe mal, dass die jetzt hier wirklich sehr erfolgreich sind. Bei Nacht noch ein bisschen was extra dazu holen. Das wäre schon ganz geil. Eieieiei. Schießen hier. Die schießen. Zum Glück die mit Sturmgewehr sind da. We're on the move. Let's do it.
ganz ehrlich, ich werde auch die losschicken. Mal kurz auf Pause. Ich werde auch die losschicken und noch Essen besorgen. Ich habe echt keinen Bock, dass die mir am Ende des Tages wirklich sterben. Vielleicht muss es ja wirklich nicht kommen. Wir haben noch Benzin, so halbwegs. Das sollte gehen. Ah, toll. Jetzt haben die mich hier verdrängt. Moin auch. Asky-Line? Asky-Line wahrscheinlich, ne? Also aus den Autos heraus machen die so wie gar nichts. Aber ich muss weg, die verfolgen mich jetzt hier bis zum Ende. So, mal kurz schauen. Ich hoffe, es geht. Obwohl da gerade auch so zwei mehr oder minder unterwegs und die entfernen sich sehr weit vom Auto. Nein, nein. Mag ich gar nicht. We're missing resources. Roger. Another one incoming. Another one incoming. Nicht meine tollen Gebäude da hinten. Ja, hier, genau, hier könnte er herkommen. Hallo! Wenn ich ihn mir so anschaue, sehe ich auch gerade, ich glaube, ich bräuchte demnächst auch mal in mein Krankenhaus. Ja. Es geht immer weiter. Ich hoffe mal, die finden hier halbwegs was. 19. Naja, bitte, wenigstens etwas. So, wen habe ich denn jetzt überhaupt noch unterwegs? Nur noch. Naja, weiter noch die drei. Und die haben rappelvoll das Auto mit Essen. Sehr schön. Infected incoming. They're breaking into our building. Mal lieber ganz schnell zurück zum Auto. 29 wiederum, ne? Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Sieht so aus, als kriegen wir es halbwegs hin mit dem Essen. Oh, die kämpfen da. Oh, ich dachte gerade, meine eine Leute werden schon irgendwo abgeschlachtet. Nur noch eine halbe Stunde übrigens, ne? Dann ist die Nacht auch vorbei. Eine verloren. Nicht gut. Übrigens haben die gerade das Zeug aus dem Auto rausgelootet. Auch nicht verkehrt. Ja, kommt mal erstmal alle zurück. Es ist 6 Uhr, jetzt muss doch mal langsam ein bisschen was passieren. Kann jemand diese dämliche Antenne jetzt fertig bauen? Ich hab doch Stahl. Schnee, ja genau. Aber 35 Nahrung. Das ist schon mal ganz gut. Ich würde sagen, damit haben wir es erstmal so ein bisschen abgewendet, dass wir hier richtig dick Probleme bekommen. Das sollte nämlich ausreichen. Aber können eigentlich gleich dabei bleiben, dass wir noch mehr Nahrungsmittel reinholen.
Sind aber auch alle angeschlagen aktuell. Chief, the antenna is now operational. Let's broadcast an invitation as a test. Or just call the squads back to HQ. Okay. Let's start broadcasting. Wir haben hier immer noch das Ding nicht. Eigentlich müsste jetzt hier irgendwo das Zeichen sein, dass ich sie direkt zurückholen kann. Nee, das war vorher da, ist jetzt nicht mehr da. The place is adapted. Chief, we found a few bodies. Buildings have been the raiders. The infected got them, but they left some guns and ammo. Nice. Unser Glückstag. Neue Squad erstellen. Oh, guck mal, die sind alle schon angeschlagen. Wahrscheinlich, weil es nicht genug zu essen gab oder so, würde ich sagen. So, die holen wir mal ab. Und die werden jetzt den Pickup nehmen. Müssen wir die Autos hier so ein bisschen auseinanderfriemeln. Die werden jetzt einen Pickup nehmen und dann schicken wir mal den ersten Trupp auf Expedition. Let's do it. There's nothing left. Operator. Roger. We need more resources. Mhm. Und 35 jetzt auf 19 runter, ist also okay. So, Sprit ist voll drin. Dann wollen wir mal. Ah, die können eigentlich gleich weiter looten. So, haben wir. Wäre schon ganz cool, wenn sie auch mal so langsam, aber sicher das letzte Feld hier mal zu Ende bauen würden. Ach, ich brauche Standardwerkzeug. Hier. Ist ja gar nicht so geil. Research complete. Sehr gut, sehr gut. Machen wir mal Richtung Lebensmittel gehen. Landwirtschaft klingt doch gut. Ein da. Tja. Und wir gönnen uns eiskalt das letzte Squad. Let's do it. Schnappt euch den Pickup und dann geht's los. Hostiles inbound. Moin, Eric. Das heißt, wieder Speicherstand zerschossen. Das ist jetzt rausgekommen, ne? Es gab jetzt noch zwei Updates, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Insofern hoffe ich einfach mal, dass da jetzt so ein bisschen, ne? Dass da was passiert ist. Dass das jetzt ein bisschen stabiler läuft. Wir versuchen es auf jeden Fall erstmal wieder. All survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Hostiles inbound! Jetzt wird's Nacht. Ich würde ganz gerne weiter looten. Wie viele? Wie viele? Wie viele? Einladen, einladen. Wir wissen ja, wie es läuft. Das hatten wir beim letzten Mal, ja? Adresse. Zu uns kommen. Ja, es funzt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kurz. Ey, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Pause, Pause. Ruhig atmen. Ja, dieser Stress. Sir, we found some trails. Looks like a few cars passed through here recently. But what's more curious, one of the vehicles must have had tracks instead of tires. Maybe it was some kind of bulldozer or a tank, maybe. Receiving. Roger. Receiving. So, jetzt werden wir die drei Trupps nämlich zusammen looten lassen bei Nacht. Und einen ziehen wir zurück, falls wir zu Hause angegriffen werden. Und ja, es gibt anscheinend irgendwer, der vielleicht hier mit dem Panzer durch die Gegend fährt. Take him down! They're coming!
building. Support! Board inside! So, jetzt aber, Freunde der Sonne. Let's do it. Schön zusammenlooten dieses Mal, bitte. There's nothing left. Splitten sie sich natürlich schon trotzdem noch, weil die Taschen leer sind und so, ne? Voll sind, aber ist egal. So, die drei haben wir da. Operator. Dadurch, dass die ja die ganze Zeit im Wechsel sind, können wir die eigentlich auch looten lassen. Brauchen die nicht permanent hinten lassen, das macht eigentlich keinen Sinn. There's nothing left. So, und dann gehen wir mal immer Schwarm im Anmarsch. Oh, okay. Na gut, wenn das so ist, dann einmal bitte zurück. On my way. Drei Trupps? Warte mal, wo ist denn? Wir haben doch 6 insgesamt. 2 sind da, 4 bräuchten wir hier. Ach, die sind genau nebeneinander, alles klar, passt. Yay, Horde. Mit wie vielen Menschen habe ich angefangen, Deadshot? Mit der höchsten Anzahl, weil wir in den letzten Wochen durften wir ja auch schon richtig spielen. Und da hatten wir uns ab einer gewissen Zeit immer den Speicher schon zerschossen. Da ging es halt nicht mehr weiter, deswegen wollte ich jetzt nicht schon wieder... Also wollte ich den Anfangspart ein bisschen schneller gestalten. Deswegen bei Menschen sind wir mit vielen gestartet, ansonsten mit den anderen Faktoren auf höchster Schwierigkeitsstufe. Sir, we've mehr Leute. Send them in. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Ah, einer ist gestorben vorhin, weil wegen ne Zombie-Horde und so. Jetzt nur ein Trupp, geht noch. Das sollten sie hinkriegen. Aber da haben wir auch schon die nächsten. Da haben wir auch schon wieder die nächsten. Yeah, 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 yeah. Sehr geil, sehr geil. Fortschritt der Plünderung 0,0%. Nice. Operator, ready for action. Die hier gar nichts? Wir haben hier gar keinen Fortschritt. Hallo? Operator, Operator. Was soll denn das? Ich war auch sehr glücklich, dass ich schon spielen konnte. Das war so ein Wechselbad der Gefühle mit dem Spiel. Mir wurde die Demo von der Community empfohlen, ich spiele sie, find's richtig geil, sie ist super schnell zu Ende, ich bin mega traurig. Am nächsten Tag krieg ich die E-Mail rein, hey, magst du das Spiel anscheinend? Ja geil, hier, leg los, spiel, solange du willst. Ich freue mich wieder riesig, dann stürzt es die ganze Zeit ab, beziehungsweise unsere Speicherstände sind im Arsch. Ich bin wieder traurig, naja, war schon. Das sind so viele. Ich muss zurück ins Hauptquartier. Sonst hält die Muni nicht. Wieso denn die Küche? Was hat euch denn die Küche getan? Ey, wir müssen mal schauen, dass wir langsam mal anfangen, Türme und so zu bauen. Wo ich gehofft hatte, dass wir vorher noch das bessere Zeug. Ach, haben wir ja im Forschen. Wir sind ja schon bei Lebensmittelzeug. Ja, cool. Aber einen Holzturm wegen der Quest muss ich eh bauen. Da komme ich nicht drum rum. Schon. Going there. Another one incoming. Zoom. There are some infected around here.
So, haben wir. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Ready for action. Operator, we're on the receiving. Receiving. Going there. Ready for action. Operator, ready for action. So, wir bleiben mal dabei, dass wir kontrolliert zusammen looten. On my way. Sollte reichen. Gib ihm. So, okay. Soweit so irgendwie erstmal gut. Tja, wir brauchen noch ein bisschen Werkzeug. Ich hoffe mal, jetzt gucken wir mal eben, wie das hier oben aussieht. Funktioniert das nicht? Roger. Roger. Wir haben auch nichts gelootet. Operator. Going there. Hostiles inbound. Hey, es ist Tag. Die dürfen nicht. So, mal gucken, ob es nur Buggy ist. Wir schicken sie nochmal zurück. Wollen auch essen. Ja. Brauche ich vielleicht jetzt erstmal die Quest? Irgendwann kommt ja die Quest, dass wir auf Expedition gehen. Aber so richtig will er aktuell nicht. Also, das war mal anders. There's nothing left. Clear. Building clear. Sieht irgendwie nicht. Search done. Das ist Fragezeichen. Dann wollen wir mal. There's nothing left. Den normalen Turm bauen wir mal noch, weil sie es ja wollen. Den müssen wir danach gleich wieder abreißen. Building repurposed. There's nothing left. Ja? So, die Ziegel werden wir jetzt mal langsam aber sicher immer aus dem Weg räumen. Dann haben sie jetzt auch erstmal wieder gut zu tun. Nee. Kunst nicht. Was ist so grell? Es ist wegen dem Schnee, glaube ich. Ja, es ist wegen des Schnees. Ja. Building clear. Scheint nicht zu klappen irgendwie. Würde sagen, wir warten mal auf die Quest. Ziehen sie mal erstmal wieder zurück. Puh. Doof. Und auch Fischmüde. Pickup. Reporting. On my way. Nee. Der soll nicht kaputt gehen, bitte. On my way. Let's do it. We're on the move. So klappt das mit den Expeditionen? Hat jemand eine Idee? Muss ich irgendwas vielleicht noch erforschen? Es hat vorher aber easy geklappt. Nee, entweder hat er irgendwas verändert oder... Ich wollte den wegfahren. Ich will den nicht mit Pickup. Der Pickup ist so wichtig. Obwohl, wir können jetzt Autos mittlerweile reparieren. Hallo? So, passiert. Kommen sie wieder? Search done.
Ready for action. Receiving. Let's do it. Roger. Let's do it. Roger. On my way. Building clear. Let's do it. We're on the move. Operator, there are some infected around here. Könnt ihr mal auf die schießen? Die haben gar keine Waffen. Deswegen schießen die nicht. Jetzt. Muss nur aufpassen, dass die hier nicht überrannt werden. Brauchen wir erstmal auf Dark Mode gehen. Können gleich ein bisschen spulen, das müsste ja demnächst dann auch wieder aufhören. Let's do it. Ready for action. We're on the move. Going there. Ready for action. Let's do it. Ja, ich würde sagen, wir looten noch weiter. Mag ich nicht. Halt alle so ungefähr in dem gleichen Bereich, dann müsste das ja schon so gehen. There's nothing left. Aber. Let's do it. Building clear. Port spotted. Das ist echt cool, dass sie das nochmal überarbeitet haben, dass jetzt auch die ganzen Waypoints laufen, ne? Nicht, dass die irgendwie mal, da war ja vorher mal so, haben sie ein, zwei Sachen gelootet, bleiben in so einem Gebäude einfach stehen und mit Shift gesetzte Waypoints, die man gesetzt hat, die haben sie dann einfach ignoriert und sind einfach nur noch stehen geblieben. Muss man ständig mal schauen, dass noch irgendwas passiert. Und da bleiben sie hier im Haus. Ich glaube, die sind mit ihren Waypoints aber tatsächlich durch. Helfen wir denen mal eben. Roger. Attackiert. Kill them. Building clear. We're under attack. Requesting support. Wieso schießen die nicht automatisch? Yo, geil. Das hat jetzt der... Oh, Waffen. Das war jetzt ja... Das war ja nicht so geil. Wieso haben die denn nicht automatisch geschossen? Ich glaube, man konnte irgendwas noch einstellen, dass der auch... eigentlich haben die... Müssen wir gleich gucken. Aber schauen wir uns in Ruhe beim Tag an. Roger. Let's do it. We're on the move. Building clear. Gut, ein Squad weniger. Building clear. 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 To all survivors, this is an infection-free zone. Oops. Food, shelter, safety and security. Join us. Das dürfte kein Problem sein, mit so vielen im Haus. So, mit denen, die jetzt kommen, da müsste ja eigentlich noch irgendwas... Nö, gerade niemand so unterwegs sein. Können wir dann gleich ein neues Squad aufbauen. Da wir eh nicht auf Expedition gehen können, aktuell ist es halt auch so die Sache, ne? Also... Ach, ist halt... auch so ein bisschen egal. Die Wolken, nein! Na toll, jetzt verlieren wir einen Tag, weil die jetzt auch bei Tag uns angreifen, wegen schlechtem Wetter. Let's stay on guard. No more to find. Mist. Großer Mist. Let's do it. Building clear. Ich brauche mehr Lagerkapazität. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Lagergebäude brauchen.
There's nothing left. Sollte erstmal so halbwegs reichen. There's nothing left. Die Loot mal mit denen. Vielleicht sollte ich den Holzturm. Zauberfischmörder. Ich danke dir für das verschenkte Abonnement an ADM Treffnix. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob er jetzt, während er schon den Werbeblock hat, quasi dann da raus und so weiter. Das kann, weiß ich nicht, kann sein, muss nicht. Werden wir gleich rauskriegen. Mehr, mehr. Aber jetzt ist er eh vorbei. Also, ADM trefft nix. Ja, es ist noch verpackt. Aber es ist durchaus spielbar. Also so ist nicht. Ich hatte, also jetzt gab es zwei Updates, deswegen ist halt so die Sache. Ich hatte die letzte Woche schon die Möglichkeit, es ja auch komplett spielen zu können, oder anderthalb Wochen sogar. Und da hatte ich, war das Schwerwiegendste tatsächlich, dass der Speicherstand irgendwann immer kaputt war. Nach, ich glaube, das war längste, was wir hatten, mal knapp 6 Stunden. Und dann kommt irgendwann halt dieser Bereich von wegen, du hast einen Bug und das Spiel funktioniert nicht mehr. Dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Das war schon sehr frustrierend. Es ist halt eine Early, ne? Und eine Early Access darf durchaus auch verbuggt sein. Weil es ist ja kein fertiges Spiel. Insofern, so ein bisschen, finde ich, muss man sowas, damit muss man das abkönnen. Ne, wenn man eine Early spielt. Also ich spiele jetzt seit 2 Stunden 10 Minuten und habe eigentlich keine schwerwiegenden Probleme. Das Einzige, was heute vorhin halt war, du kannst ja in deinem Heimatort, da wo du wohnst, egal wo auf der Welt, kannst du ja einen Bereich anwählen und dort starten. Mega geiles System. Das hat bei mir jetzt gerade nicht funktioniert, da ist das Spiel abgestürzt. Ich musste eine der vorgefertigten Maps nehmen. Seitdem wir jetzt aber die vorgefertigte Map genommen haben und damit vorhin gestartet sind, habe ich keine Probleme mehr gehabt. Ja. So ein paar Kleinigkeiten wie das vorhin, das ist halt so ein bisschen friemelig hier und da manchmal noch so in der Steuerung. Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die kann man mit Sicherheit noch besser machen. Ich glaube nicht, dass es ein Bug war. Ich glaube, das war eher so eine Mischung aus fettgefingert von mir plus ein bisschen Friemlichkeit vom Spiel oder so. Also pauschal zu sagen, dass es so buggy ist, dass man es nicht richtig spielen kann oder dass es da gar keinen Spaß macht, safe, nein. Es macht Spaß, es funktioniert. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch Bugs. Und die für mich game-breaking sind, weiß ich nicht, ob es die jetzt noch insgesamt gibt, die wir letzte Woche hatten, weil es seitdem 2 Updates und unter anderem ein großes Update gegeben hat. Ja. Das weiß ich halt nicht, ob die jetzt immer noch da sind. Das werden wir dann irgendwann die Tage rausfinden, ob dann irgendwann wieder der Speicherstand crasht oder nicht. Scheint aber auch ein bisschen individuell zu sein, je nachdem, was du für ein System hast. Zum Beispiel, dass ich meinen Heimatbereich, also selber anwählen kann. Er nicht kann in meinem Fall. Scheint bei anderen Leuten nicht der Fall zu sein, zum Beispiel. Ganz lange Sätze. Okay. All squads, return, return. Sofort zurückkommen. So, dann forschen wir doch mal ein bisschen. Die Lebensqualität der Bürger wird dadurch erheblich verbessert. Ne? Wäre es natürlich auch nicht so schlecht. Ah. Medizinische Versorgung. Ja. Hier, machen wir das. Schauen, was jetzt im Stream noch so passiert. Ja, können wir ja machen. Und danke, Fischmörder. Das verschenkte Abonnement. Die Nummer 870. Ja, ja, ja. Ups. Es ist auch nicht sehr teuer. Ja. Und auch noch mit dazu. Also, ich glaube, das geht schon. Und ich kriege kein Geld dafür oder so. Ja. Also, ich habe nur eine Presseversion bekommen. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich kriege keinen Cent dafür, dass ich es spiele oder was ich sage. Also, mir macht es aber auch sehr Spaß. Also, das muss man auch sagen, ich bin wirklich sehr angefixt. Ich finde es eine ziemlich gute Spielidee. Da kommen sie. Und dementsprechend verzeiht dem Spiel definitiv auch ein bisschen mehr als
Das ist jetzt nicht der Fall, wie also normalerweise. Ich weiß, was es ist. Ich klicke mal auf die Antenne, weil die davor steht. Ich treffe die und deswegen gehen die da nicht rein. Jetzt klappt's besser. Pullen wir sie erstmal so ein bisschen. So, jetzt können wir mal einen Trupp rüberschicken. Mehr Leute. Immer das Beste in so einer Hordennacht. Dann sind die auch alle motiviert genug, auch zu uns zu kommen. Sieht gut aus. Ich glaube, wir haben die Nacht so halbwegs hinter uns. Schön, Ibus. Ah, da. Wollen die nochmal? Okay, okay, okay. Alle Squads. Da, Werkzeug wollte ich mal holen. Schön hier überall einmal durch. Dürften sie auch genug zu tun haben. So, genug Metall haben wir. Die Quests haben wir. Ey, da, die da. Kommt zu mir. Jetzt laufen wir den eh gleich über den Weg. Also entweder ballern sie uns gleich ab oder sie wollen zu uns kommen. Sie wollen zu uns kommen. Unser neues Squad, mit dem wir das alte ersetzen. Hat gerade seinen Weg zu uns gefunden. Hello. Oh. This is operator of Infection Free Zone. State your business. Finally. I was beginning to wonder where you've gone. It's such a nice day outside. I got a good night's sleep. I think I'll go to that house by the end of the road today. It's time. I'm sorry. Who are you? Very funny, very funny. You almost had me. You know, I really appreciate our little talks. Sir, I don't know you. There's nothing lying. We finished construction. But we talked yesterday, and the day before. I know your voice. Stop kidding around, Gary. There's nothing left. I'm really sorry, sir, but I'm not Gary. But no more to find. Then who are you? Where are you? What's Clear. The address? We're sending a squad There's to your nothing location. To eat. You can trust us, sir. We'll help you. All right. Okay. Okay. It will be nice to see you again. Thank you. Schauen wir mal, ob das ein Hey, ja, akzeptieren. Send them in. Send them in und zwar alle. All survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Receiving. Okay. Da haben wir unseren Trupp. Ich fahre da mal mit Auto hin, weil es schon relativ spät ist. Dann gucken wir mal, was bei denen da unten geht. Search done. Schon, ob es eine Falle ist. Ja, wir werden es rauskriegen. Sir, we've encountered a group of people willing to join us.
Mehr Leute! Send them in. Oh, wir sind bei null Essen. Scheiße, 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 scheiße. Es ist halt immer noch Winter, ne? Jetzt wohl März, so langsam können sie ja mal wenigstens anfangen anzubauen. Ich hoffe mal, unsere Trupps bringen uns hier ein bisschen Essen rein. Building clear. Wenn ich müssen wir mit Autos looten. Das kostet die dicke Mauer. Oh, wir können mal hier gucken. Nee, da. Clear. 10 Holz, 15... nee, das ist Tor. 5 Holz, 4 Stahl, 20 Bricks. Boss, we found the guy. But he's a bit weird. Are you sure we want him? Our citizens might get a bit concerned. We're on the move. Take him. Every life matters. Da ist er. Und der flieht, der Verrückte. Da ist er, da ist er. Wo rennt er denn hin? Wo rennt er denn hin? Clear. Ich brauche dringend mehr Essen. Wir müssen dringend uns um unser Essenproblemchen kümmern. We're on the move. No more to find. Upsi. Reporting. We're on the move. Ready for action. We're on the move. Ready for action. We're under attack. Our building is under attack. Cool. Ihr habt keine Waffen. Roger. This warp won't hold much longer. Ziehe sie mal so ein bisschen dahin, wo wir auch Schützen haben. Ja, der schwere Turm, der macht's schon mal. Hey, die kriegen wir so halbwegs. Guck mal, den wird schon da oben gefolgt. Ich kann ja mal schauen, ob wir noch irgendwo eine Polizeiwache haben. Dann habe ich ja am Anfang eigentlich alles schon recht gut abgegrast. Ich schick sie mal zu der großen Schule da hinten. Nee, du. Nee, du auch nicht. Solange da eine Horde hinter euch steht, glaube ich, könnt ihr kurz nochmal hier, ne, bei uns bleiben. Der wurde bestimmt gefressen, das kann sein. Moin, Mele. Wie man die Außenbereiche der Map in der Expedition startet, bei dir funktioniert das nicht so richtig. Keine Ahnung, was man da drücken muss. Eigentlich hat das in der Vorversion, also in der Pressversion, die ich jetzt hatte, hatte das eigentlich geklappt. Du steckst die ins Auto, brauchst nicht mal das Auto. Dann klickst du da einfach nur auf der großen Map dahin und dann haben die das gemacht. Dann ist das automatisch gestartet. Hat bei mir jetzt auch nicht funktioniert. Das heißt, entweder ist es buggy oder man muss mittlerweile was anderes machen. Du kannst nicht einfach auf Expedition gehen. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Es gibt safe irgendwann eine Quest von wegen geh auf Expedition. Die kommt. Es kann sein, dass man die mittlerweile irgendwie abwarten muss. Das weiß ich aber nicht. Das ist nur Spekulation. Ja. Ansonsten kann ich ja nicht mehr zu sagen. In den letzten anderthalb Wochen innerhalb der Pressversion ging es einfach so. Du schickst die einfach nur dahin. Die bleiben da und das ist es. Ja. Meine Vermutung wäre auch Storylock. Genau. Wie Quickbus schreibt, aber... Wir gucken mal. So, ne? Sagen die Gebäudechen, die nehmen wir hier auf so halbwegs noch mit. Ziehen wir vielleicht sogar hier so rum. Dann wieder hier so hoch. War schon ein recht schickes Ding. Dort jetzt dann irgendwann echt Ewigkeiten. Aber die Gebäude brauchen wir alle. Das ist halt leider echt ein bisschen Arsch. Ah,
Ah, haben wir. So. Den Turm können wir mal gleich wieder abreißen. Receiving. Ready for action. Reporting. Going there. Ready for action. Und einer von euch noch Ressourcen in der Tasche? Nee. Ich brauche nämlich Essen. Müssen die jetzt ganz groß... Obwohl, nee. Die schicken wir wirklich nochmal los. Und werden... nochmal versuchen, ein bisschen Intel mit den Rand zu karren. Dass man hier keinen Rahmen ziehen kann, ne? So ein bisschen gewohnt ist von anderen Spielchen. Aber so geht's. Gar nicht mal so schlecht, dass es erstmal pausiert ist. Nee, warte mal, wir machen es mal anders. The infection is in decline. Seek others and rebuild. Wir finden auch bei den normalen Fragezeichen sehr häufig Essen. Deswegen sollte das eigentlich trotzdem noch passen. To all survivors, the Who's there? To all survivors, the infection is in decline. Seek others and rebuild. Könnt ihr mich hören? Wir können umschalten. Da passiert nichts. It doesn't seem like they can hear us. Maybe they're not listening at all. If we want to get to the source of that transmission, we'll have to go beyond our closest neighborhood. Okay, we should consider sending our squads to neighboring areas. Raider spotted. Ja? Das ist ja nicht so geil. Da drüben, okay, das geht. Tja, jetzt die Frage, was machen wir? Ich könnte das hier die abreißen und hier die Mauer halt schon langziehen und wieder zurückwandern lassen. Ich könnte versuchen, noch den ganzen Bogen mitzunehmen. Und dann lassen wir es hier so ziehen. Wir brauchen ja eh noch Bereich für Felder. Ja. Dass wir dann hier so ein bisschen hier Felder anbauen. Dann hier so rumziehen. Was meint er? Wir haben immer noch ein massives Essenproblem. Werkzeugfabrik wäre auch mal ganz gut. Roger. No more to find. On my way. To all survivors. Wir haben jetzt aber auch mittlerweile schon 80 Leute zum Bauen. Also es ist nicht so, als hätten wir jetzt insgesamt... als hätten wir da jetzt größere Problemchen, ne? Kann man den bestehenden Mauern rechts mitnutzen? Meinst du die hier? Ja, kannst du schon. Please come to us. Eine große Gruppe. Schön. Vielleicht mehr einladen. Schön. Wir sind schon durch? Schade, ich hatte gehofft, wir kriegen da ein bisschen mehr. Machen wir noch mal ein bisschen Essen ran. Und die sind mittlerweile auch schon unzufrieden. Naja, wir müssen uns dringend um Essen kümmern. Wir werden uns Richtung Mittelaltermauer so ein bisschen nach hinten ziehen. Das heißt, wir müssen das hier mal alles abreißen, dass wir ein bisschen weiter schauen können. Kriegen wir nämlich auch schick Ressourcen raus, das passt schon.
Building clear. Dann gehen wir hier lang. Bitte. Holt uns Essen. Ja, das sieht gut aus. Aber es ist nicht gut. Wir müssen wirklich... Wir werden auch bei Nacht die Leute ein bisschen mal zum Nahrungssuchen schicken. Schade, mit den Expeditionen ging das eigentlich ganz gut. Da bist du eigentlich mal ganz gut auch an Nahrung rangekommen. Schade. Dass die aktuell nicht gehen. Guck mal, schicke ein Squad auf Expedition. Na, dann wollen wir mal. Am liebsten würde ich ja einen Squad schicken, die keine Bewaffnung haben. Die hier. Aber die haben hier schon eine gute Aufgabe aktuell, nämlich hier unten Essen zu holen mit dem Auto. Das heißt, wir nehmen mal die hier. So, Pickup. Das sieht gerade nicht so gut aus. Kommt mal bitte wieder zurück. Die Wachen sind besetzt, das ist okay. So, dann auf ein neues. Hier werden wir ein bisschen was machen müssen. Die müssen wir abfangen. Sollte klappen. Die müssten das über den Turm so hinbekommen. Die werden uns bis zum Ende folgen. Aber wenn sie zusammen hier in dem Haus stehen, haben sie keine Chance. Dann machen wir die Truppe einfach so weg. Lassen die mal so ein bisschen zusammen zurückgehen. Ich danke dir, Pixelpoops, für deinen Follow. Und Volltrunken und Ladril. Dankeschön. Na, na. Ich glaube, wir werden uns ein Häuschen suchen müssen. Operator, there are signs of a shootout here. We found like 50 infected bodies. He must have been killed by some high caliber precision headshots. Whoever it was, they were seriously professional. Professional Russian. Understood. Watch yourself. Receiving. Going there. Waiting orders. Ready for action. On my way. Receiving. Let's do it. Reporting. Receiving. Let's do it. On my way. So, zurück mit denen. Das ist soweit erstmal ganz okay. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Ach so, warte mal. Wir müssen hier in ein spezielles Gebiet. Okay, jetzt heißt es Daumen drücken. Das wäre schade, wenn das jetzt verbuggt wäre. Expeditionen waren schon wirklich eine sehr gute Variante. So, zumindest ein bisschen Essen konnten wir jetzt loswerden. Und wir haben auch noch mal ein bisschen Getreidesäcke dabei gehabt. Was ja auch ganz geil ist. Och nö. Ich wollte eigentlich die losschicken, dass wir jetzt... dass wir direkt schon wieder neue Lebensmittel suchen. Daraus wird wohl nichts. So, komm schon. Das sieht nicht gut aus.
Ich glaube, mit Expedition wird es wohl erstmal nichts mit uns. Ich lasse den da mal erstmal geparkt, aber fürchte ja fast. Das ist verbuggt. Das ist nicht so cool. Ja? Kommt die Horde jetzt noch heute oder nicht? Fug? So viel Raider? Ich meine, gut, ne? Gratiswaffen? We're missing resources. Ich muss die Leute aus dem Auto rausholen und dann die Leute mit alt irgendeinem Punkt erwischen, dann ging es. We're on the move. Ja, so hat sowas vorher der Save auch nicht. Also das klingt schon sehr stark danach, als wäre es buggy. Na, gucken wir doch mal. Also, wie hast du gesagt? Hast die Leute aus dem Auto rausgeholt? Damit alt irgendeinen Punkt erwischen, dann ging es... Okay. Irgendein Punkt meinst du wahrscheinlich... Suchen wir es mal so. Receiving. Let's do it. Roger. On my way. Guckt ja irgendwie nicht so. Schade. Receiving. Let's do it. Receiving. On my way. Waiting orders. Operator. Receiving. Operator. On my way. Ist da in der Mitte überhaupt bewohntes Gebiet? Meinst du hier? Nee. Aber das musste man vorher auch nicht machen, Eric. Da konntest du einfach so... Let's do it. Going there. We're on the move. We're on the move. Going there. Waiting orders. Vielleicht so? Let's do it. Mal ganz weit rausgehen? Naja gut, das hat ja schon mal funktioniert. Hoffe ich mal, dass das so vielleicht ein bisschen gefixt wird, nicht? We'll keep dying without food. Sag doch sowas nicht. Ich versuch's ja. Ready for action. We're on the move. Ich versuch's ja. Building complete. Haben wir jetzt wenigstens mal... Guck mal. Es fehlt immer noch an Standardwerkzeug, kurioserweise. Das heißt, wenn wir die Werkzeugfabrik mal fertig bauen, könnten wir mehr Felder bauen und so weiter und so weiter und so weiter. Chief, can you hear me? We're beyond the range of our basic radio. We'll scavenge this entire area for resources and look for anything of interest. Let's hope this place isn't infested. Job done. No more to find. There's nothing left. So. Loud and clear. Thanks for the report. Stay sharp. Hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen was bekommen. Letzte fertig gebaut? Nee, fällt. Wir brauchen Armstandardwerkzeug. Ist das buggy? Sag mal.
Nehmen sie mal weg und schmeiß sie nochmal rein. Eigentlich müssten wir es jetzt fertig bauen können. We're running out of resources. Jetzt guck mal. Ah, okay, okay. Jetzt macht das fertig. Naja, wir sind jetzt eigentlich auch im Mai, ne? Also so langsam müsste unsere Landwirtschaft auch mal anspringen. We need more resources. Sonst kriegen wir wirklich auf Dauer so ein bisschen Probleme. Düngetechniken, da brauchen wir noch mehr von dem anderen Zeug. Operator. Wrap it up, folks. Time to call it a day. So eine klare Mondnacht wäre mal ganz angenehm. There's nothing left. Hätte ich ja so gar nichts gegen. Building clear. Search done. Clear. Receiving. Clear. Hostiles inbound. There's nothing left. Zurück, die Bus. Operator, we found something suspicious. There's a large piece of dried meat here with a piece of rope around it. It's attached to a counterweight. This seems to be a trap to catch something. Maybe humans, maybe animals, or maybe even the infected. Somebody must have set it up not too long ago. Inspizieren! Make sure it's disarmed and try to find out more about it. Hey, ich hatte Pause gesagt. Schaut mal, es funktioniert. Die plündern jetzt hier oben. Okay, jetzt erstmal kurz gucken, was passiert ist. Der Trupp müsste es noch rechtzeitig reinschaffen. Ja, danke. Boah, die sind sogar... Och, nö. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, da oben hat es mit der Expedition jetzt geklappt. Okay, haben wir. They're trying to get inside. Die kommen nicht weit genug. The door won't hold much longer. Our building is under attack. Oh, oh. Oh, oh. Take him down. Mach die zusammen fertig. They're breaking into our building. Oh, oh. Oh, noch Mala Loco. Ich bin in Templin unterwegs. Wie gesagt, ich hatte Probleme mit den Selbstaussuchen einer Map von sonst irgendwo. Deswegen habe ich eine der vorgefertigten jetzt genommen. Damit hat es dann funktioniert. Sonst hätte ich eigentlich ganz gerne noch eher in der Hochhausstadt oder so gespielt, aber... Es scheint erstmal jedenfalls nicht zu funktionieren. Oder es ja letzte Woche uns auch schon funktioniert hatte. Jetzt gucken wir uns das mal hier oben mal an. Also die scheinen jetzt... Warte mal, kann ich jetzt... Kann ich jetzt ins Auto schmeißen? Jetzt machen sie es allerdings wieder weiter. Ah, zu Fuß ist das schon nicht so geil. Gehören wollen sie ja haben. Definitiv. Und ich hab nichts zu essen. Mehr Leute.
Boah, wir werden das jetzt mal eben manuell machen. Ein Trupp hat es nicht mitgenommen. Ist schlimm. Roger. Wir werden das mal eben jetzt gleich manuell steuern. Hostiles inbound. Dann werden wir die 12 jetzt hier nutzen, um einerseits die Küche fertig zu bauen. Dann die Felder. Die Werkstatt. Wir brauchen ja die Standardwerkzeuge. Dann sollte es hoffentlich demnächst was werden. Hat viel Essen im Inventar und das war ja, sobald die, sobald sie voll sind, siehst du ja, laufen sie eigentlich wieder automatisch auch zurück. Ist halt ein bisschen einfacher, wenn ich die als Gruppe mal irgendwo direkt zum Looten schicke, dann laufen die alle die gleichen Waypoints. Clear. Was ist ein Kacktag auch noch, meine Güte. Dann nehmen wir mal den hier und lassen den lieber erstmal hier oben mit dem anderen zusammen looten. We're on the move. Jetzt haben wir auch noch schlechtes Wetter. Wollen uns echt natzen. So, jetzt mal gucken, wie oben das läuft. Guck mal, die plündern relativ schnell. Packen es irgendwie trotzdem ins Auto? Clear. Hä? Wie hast du jetzt gestartet, die Plünderung? Was hast du gerückt? Ich habe die aus dem Auto rausgeholt, Milek. Ganz rausgescrollt bis Anschlag und dann einfach nochmal Rechtsklick irgendwo hier mittig rein. Dann haben sie es irgendwie gemacht, aber als ich das erste Mal gemacht hatte, ist erstmal auch nichts passiert. Jetzt hat es aber irgendwie direkt geklappt, also irgendwie so. So ohne Garantie. Irgendwie so. Raider auch, wird immer besser. Another one incoming. Natürlich, natürlich. Schwarmen Anmarsch, natürlich. 20 Lebensmittel und 10 Getreidesäcke. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Zumindest vielleicht mal so sehr, dass die Leute nicht verhungern. Das heißt, wir müssen jetzt die Leute zurückrufen. Und den Schwarm abwarten. Was auf extra Stärke gestellt. Ja, das habe ich. Aber das muss auch sein, oder? Also, sind wir mal ehrlich. Muss ja auch ein bisschen Spannung dabei sein und so. Guck mal, Werkzeuggedöns ist da. Sehr geil. Sagt, brauchen wir. Kommt jetzt der Schwarm, obwohl es Tag ist? Weil irgendwie ist ja eigentlich Tag, da dürfte es ja eigentlich nicht. Andererseits haben wir Scheißwetter und damit ja eigentlich wieder ja. Und ansonsten ganz gerne meine Trupps nämlich eigentlich weiter looten. Construction complete. Außerhalb Pistole. Passiert nichts, oder? Ah, unsere dicke Mauer. Sie wächst. Ich spule einfach mal, gucken wir mal, was passiert. There are some infected around here. Mal hier hochsetzen. Okay, sie kommen. Bitte tötet nicht Leute auf den Feldern. Guck mal, das ist so dicker. Blitz. Zum Glück greifen die erstmal so noch nicht an. Ich habe ja auch keine Möglichkeit, die jetzt auch manuell reinzuholen bei so einem Tag, ne? Also so ist ja auch nicht. Der ist mega unfair, wenn sie die jetzt killen könnten. Okay. Die Nacht hat noch nicht mal angefangen. Infected are killing the building.
Wir besetzen mal die Türme. Jetzt beginnt erst die Nacht. Ah. Guck mal, 100%. Operator, Roger. Hä? Ready for action. We're on the move. We're on the move. We're on the move. Receiving. Roger. Jetzt sind die Ressourcen hier weg. Reporting. Sie sind nicht im Auto. Wir hatten die Ressourcen, die im Auto waren, sind irgendwie auch. Oh. Also die Expedition scheint verbackelt zu sein. Das scheint wohl erstmal nicht zu... Schade. Let's do it. On my way. Schade. Sehr schade. Operator, Roger. Roger. On my way. We're on the move. Let's do out of resources. Jetzt fahren die hier gar nicht mehr, oder was? Hallo. Ich hätte euch gerne wieder... Geht's dir wenigstens? Naja, so richtig auch nicht, Nino. Guck's dir mal an, ne? Das ist schon... Oh, es ist eine Mondnacht. Danke. Jetzt kriegen wir sie wenigstens ganz zurück. Gucken wir mal eben. We're on the move. Nee. Na dann, wollen wir mal. Dann gönnen wir uns mal die große Nummer. Na gut, so haben wir die Autos ansonsten, ne? So, Pause. Wer mit dem mal ein Stück weiter entfernt looten. Bei irgendeinem Spot, wo es richtig schön viel Essen gibt. Naja. Naja. So richtig irgendwie nicht. Das sieht doch toll aus. Let's do it. Gut, mal mit denen mal hier oben so ein bisschen durch. Ja, genau, Monster. Die Expeditionen sind leider verbuggt. Hostiles inbound. Ist doch Hostiles? Enemy group approaching. Was? Oh, die fahren noch bei Take him down. Radar lang. Schön. We're under attack. Requesting support. Müssen sie mit dem Auto aber gut schaffen. Vier Stück. Ready for action. Let's do it. There's nothing left. Machen wir mal eben den hier. Ich glaube, um die sollten wir uns nämlich kümmern. Ich hab keinen Bock, dass die mich selber aus dem Haus rausballern. Wenn die halt auch Pistolen haben, ist halt Arsch, ne? Ja, ja, ich weiß, ich bin hier. Boah, da oben sind mittlerweile zwei Trupps an Raidern sogar. Na, gucken, ob sie jetzt rauskommen. Kämpfen sie gegen die anderen. Ja! Puh, sehr gut, sehr gut. Enemy group approaching.
Was mit deren Waffen? Die sind jetzt weg? Reich? Die anderen gibt's auch noch. We're on the move. Ready for action. Reporting. Sir. Ja, ja, kommt. Send them in. Let's do it. Right. Sir, we've encountered a... Ja, kommt. Send them in. Search done. Die scheinen aber keine Pistolen zu haben. Die Raider mit Nahkampfwaffen. Clear. Doch, hatten sie doch. Hä? Okay, naja. We're on the move. Aber wir haben sie, das ist schon mal ganz gut. Mehr für uns. Das sieht soweit auch gut aus. Tja, die hier, ne? Was soll ich sagen, ne? Building clear. Receiving. We're on the move. Operator. Schick sie mal mit in die Richtung hier oben, Luke. Building clear. Roger. Roger. Bleiben die alle so ein bisschen oben in der gleichen Ecke? Das ist ein bisschen einfach für mich zu kontrollieren. Und die zwei Trupps sind hier unten unterwegs. Noch mehr Raider? Alter! Hey, so viel dazu. Mal schön aus dem Gebäude rausballern. Das hat nicht so gut geklappt. Aber so hart wie es auch klingt, ne, die Waffen sind fast wichtiger als die Menschen. So, erstmal wieder zurück. Müssen unser Essen stabilisieren. Das geht nicht anders. Und da ist ein Loch in der neu gebauten Mauer. Let's do it. Boah. Passt. Ja. Yeah. Jetzt ziehen wir mal die Sachen ab. Soll ich eine Ranch bauen? Ja. Könnten wir. Eigentlich kriegst du da irgendwann immer die Quest rein und dann machst du es das erste Mal. Guck mal, ob ich überhaupt schon eine bauen kann. Nee, kann ich auch noch nicht bauen. Du kriegst irgendwann eigentlich die Quest. Search done. Search done. Hostile group incoming. Ah. No more to find. We finished construction. Clear. So, jetzt mal eben kurz schauen. Wo sind wir? 15 Uhr? Receiving. Ja, so eine Med Station wäre mittlerweile auch gar nicht so verkehrt. Können wir hier raus? Können wir die schon bauen? Krankenstation? Ja, können wir schon bauen. Boah, was haben sie denn jetzt mittlerweile echt immer mit den Raidern? Meine Güte, da unten. So, ich hoffe mal, das hier hat so halbwegs es gebracht. Waffen? Ja gut, das, ne? Das ist klar. So, kommt zurück und liefert ab.
move. Waiting orders. Roger. Guck mal, die arbeiten hier sogar bis 17.40 Uhr. Jetzt ist es vorbei. Building clear. Wir produzieren mittlerweile ganz gut sogar Weizen. Wir müssen die Küche hinkriegen. Bleib dabei. We're running out of stock. Ich danke dir, Cyfox. Tschö. Fürs Prime Abonnement. Im 18. Monat. Ist für mich durch, immer Pause. Ich mach Pause, Yoshi. Immer Pause. Anderen. Okay. Okay. Roger. Oh, guck mal. Ein schickes, volles Auto. Ich danke dir, Silent Rifle, für zwei verschenkte Abonnements für die Nummer 2 und 3. Danke, Silent Rifle. An 420 Legalize. Da muss sich wohl jemand bald umnennen, oder muss ich schon umnennen? Und an MacBen. Noch einer aus der Bandcrew. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch dir, Silent Rifle. Receiving. We're on the move. Reporting. We're on the move. On my way. Waiting orders. Reporting. Let's do it. Reporting. Reporting. Operator. Das hat's doch schon mal gebracht. Das Lager müssen wir auf jeden Fall mal reparieren. Das hat jetzt schon arg gelitten. So, 23 Nahrung haben wir, 15 Weizen haben wir. Es steht und fällt so ein bisschen mit dem Standardwerkzeug, ne? Alle 6 Stunden. Vielleicht brauchen wir eine größere Produktion für Standardwerkzeug. Könnten wir mal schauen, ob wir sowas noch looten können direkt. Das gibt's ja auch immer mal wieder. Vielleicht finden wir ja irgendeinen Spot. Wenn ihr was seht, schreit auf. Ja, oder? Schade. Wir haben halt ein gewisses Problem, ne? Weil Intel, ne? Also quasi die Einheit, die wir brauchen, um mehr zu erforschen, die hat man recht gut bekommen. Also kriegst du manchmal auch aus normalen Gebäuden mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Bei den Expeditionen hat man sie deutlich besser bekommen. Aber wenn die nicht funktionieren, ne? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das ist ein bisschen schwierig. Was ist weiter oben? Na, dann wollen wir mal. Sprit haben wir ja ganz anständig. Jetzt mit Auto. Allesamt Auto losschicken. Eine Vierer Crew. Waiting orders. Ready for action. On my way. Dürfen so looten. Spaß. We're running out of resources. Achso, nee, doch, passt ja.
Waren es nicht zwei Trupps? Ach, die sind wieder so übereinander gelappt. Das erkennt man wieder nicht so gut. Und den Vierertrupp werden wir mal ein bisschen weiter weg looten lassen wieder. So einen schönen Außenbereich irgendwo. Let's do it. Sir, the people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers and tunnels. We need to bolster our defenses and be ready to attack from within too. Das wird hart, wenn das irgendwann wirklich dabei sein sollte, dass die auch hinter der Mauer dann irgendwann manchmal hochkommen oder so. Ah ja, wir werden sehen. Oh, das sollte reichen. Vorbereitung beginnen. So, Trupp fährt raus. Soweit, soweit. Wachen raus, Plünderer rein. Aber wenn nicht, bräuchte ich halt wirklich, guck mal, Küche ist jetzt da. Wenn nicht, brauchen wir wirklich noch eine weitere Werkzeug. Döns. Clear. Also ein, zwei kleinere Gebäude haben wir ja auch noch. Building clear. So, bauen wir nochmal zwei kleine Werkstätten. Search done. On my way. Building clear. Ready for action. There's nothing left. Wahrscheinlich hatte ich die noch mit ausgewählt. Building clear. In welcher Welt bin ich gestartet? Was vorgefertigt ist? Ja, ich musste es nehmen. Es war bei mir leider verbuggt, jetzt seitdem es rausgekommen ist. Vorher hat es geklappt, jetzt klappt es aktuell nicht. Bei mir jedenfalls nicht. Deswegen, ich bin in Templin unterwegs. Konnte leider nichts Vorgefertigtes nehmen. No more to find. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Heißt allerdings auch, wir können von denen hier mal so ein bisschen die Leute runternehmen. Weil, macht ja keinen Sinn. Clear. Haben wir nichts zu tun. Die stecken wir mal dann straight in die Werkzeugbereiche. There's nothing left. No more to find. So, noch eine Werkzeugfabrik. Going there. Clear. Building clear. Wird repariert, sieht gut aus. Küche hinten wird auch repariert, sieht auch gut aus. Da wird unser Lagerhaus früher oder später irgendwann mal drauf und dann mal gucken. Ich danke dir auch, Zerbröseler, für dein Fall. Ich brauche mehr Intel. Hilft nichts. Shit. We're on the move. We're on the move. Clear. Roger. There's nothing left. There's nothing left. Clear. Clear. We're running out of stock. Get some rest. So, die beiden werden wir mal zurückholen, weil wir halt nun mal leider kein Auto haben. Und wir jetzt im Zweifelsfall unsere Base ja auch ein bisschen verteidigen müssen. Dann können wir nämlich hier so ein Stück weit uns darum erstmal keine Gedanken machen. Wachen sind gesetzt. Und dann bleiben wir nämlich erstmal hier so ein bisschen im Fokus und achten drauf, dass denen nichts passiert. Es geht nämlich los. Sind die fertig? Es geht los. Es geht los. Gucken, ob wir diesmal auch alle fahren. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. The infected are pillaging a building. They're breaking into our building. Won't hold much longer.
Moin auch, Zerbröser. Ich spiele fast die gleichen Spiele, die du auch spielst. Okay, dann wäre natürlich die erste Frage, die mir da durch den Kopf schießt, ist, welche Spiele spielst du denn, die ich nicht spiele? Waiting orders. Let's do it. Eine Marktumfrage. Reporting. Going there. Reporting. Let's do it. Receiving. We're on the move. Reporting. Roger. Alle ins Minilager da hinten. Reporting. Roger. Ready for action. Let's do it. Reporting. Ready for action. Going there. Operator, going there. Reporting. We're on the move. We're on the move. Huh? Danke. Let's do it. Roger. Hat geklappt. We're on the move. So, jetzt haben wir sie eigentlich, wie war das mit Horde spotted und irgendwie rumgeschrien und so, irgendwie passiert nichts. Wachen sind besetzt, meine Leute sind da. There are some infected around here. They're breaking into our building. Jetzt kommen sie mal. Ah! What the fuck is that? Can you see that, Chief? It's not like any other infected. This thing is massive. It seems to be leading the entire swarm with its war cries. Ausschalten! We have to take it down immediately. Den hatten wir doch schon vorhin. Aber cool, ne? Reporting. Let's do it. Reporting. Going there. Receiving. Knapp. Geht aber noch. Da läuft der Dicke rum. Ja, läppisch. Oh, da kommt noch mehr. Wir müssen aufpassen, dass sie hier nicht... Warte mal. 82? 12 von... wir müssen auch noch mehr normale Gebäude bauen. Tarkov. Tarkov spiele ich auch. Habe ich auch schon ein paar hundert Stündchen, habe ich. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Tarkov-Spieler, definitiv nicht. Also auch immer mal wieder nicht. Ich habe auch mal wieder so ein halbes, dreiviertel Jährchen dann mal wieder nicht gespielt und so. Den aktuellen Wipe spiele ich durchaus. Bin jetzt, was bin ich? Ich glaube Level 28 oder so. Und ja, da findest du auf jeden Fall auch einiges. Such mal nach der Tarkov-Playlist, da wirst du einiges finden. Roger. Ich würde sagen, die haben wir beschäftigt. Dann holen wir mal die ganzen Wachen wieder raus. Wissenschaftler, gut, ich meine, wir können momentan eh nicht forschen, die können wir eigentlich erstmal wieder rausnehmen. Werkzeugstätten sind ganz wichtig, dass die fertig werden, die werden wir brauchen. Ich habe kein Standardwerkzeug. Ich meine, sind vier dabei. Eigentlich müssten wir. Aber die anderen eigentlich in die Plünderung schicken. Aber unser Essen scheint sich immer mehr zu stabilisieren. Das ist ganz angenehm. Outpost Infinity Siege? Nee, das spiele ich nicht. Was ist das für ein Spiel? Ist das so ein Ball-Spiel? Maze? Was auch immer? Power Defense. There's nothing left. Building adapted. Nicht, dass ich jetzt aktuell großen Bedarf an neuen Spielchen hätte, aber irgendwann ja vielleicht schon. Ich meine, nachher 16 Uhr Männerlords. There's nothing left. Nicht mehr lang. Und der Spaß geht los. Ready for action. Building clear.
Tja. Ja, ein Problem, wirklich. Jetzt mit dem neuen Lager geht das schon. Also Lager geht halbwegs klar. Aber wir brauchen mehr Unterkünfte. Mini-Schutzraum. Da müssen wir uns in die Richtung hier so ein bisschen mal, ne, erweitern. Das können wir eigentlich schon mal auch direkt zu einem Schutzraum bauen. Tower Defense Loot Shooter Base Build? Ich glaube, dann weiß ich doch, was das ist. Mal kurz mal gucken. Das läuft ja im Hintergrund weiter. Ich schätze mal, es ist ein... Ich glaube, dann weiß ich, was es ist. Ja. Auf der Wunschliste. Sag's doch trotzdem mal kurz, dass er, ne? Also heißt halt quasi beides. First Person, Strategiesicht plus Tower Defense. Hast alles so ein bisschen mit dabei. Und genau, es soll, glaube ich, momentan noch relativ buggy sein, aber steht auf meiner Wishlist. Hey, mehr Leute! All survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Auch Männerlord spielen wie ich. Ich würd's euch gönnen, ich würd's euch gönnen. Wirklich, so ist es nicht. Ja, mehr. Send them in. Let's do it. Große Gruppe. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Building clear. Ich werde mal ein paar hier auch in die Bauarbeiten rund um die Türme und Tore schmeißen. Scheinen aktuell aber echt Problemchen zu haben. Okay. Bricks sind da, Metall ist da. Holz ist es, wenn dann eigentlich am ehesten noch wieder was fehlt. Habe ich noch ordentlich Holzquellen hier in der Umgebung? Guck mal, hier sieht das schick aus. Können wir die aber jetzt trotzdem erstmal wieder aus der Plünderei zurückschicken? Ja, genau! Direkt einfach daneben gespawnt. Ja, vielen Dank. Sollte aber kein Problem sein. Wird auf die stärksten Trupps gestoßen, die ich so habe. Ah, kommt viel. Das ist eine große Horde. Außer Einzelhorde. Hier, Leute, haben wir oben das Pass. Wo sind meine anderen beiden? Hier ist Nummer 5. Wo ist die Nummer 6? Ach, sind 5. Okay. Building clear. Passt. Jetzt wollen sie es wissen. On my way. Waiting orders. Operator. Warum schießen die denn nicht? Halt, plündern wir erst zu Ende, bevor sie schießen. Das kriegen sie hin. Das ist nicht so cool. Ready for action. Going there. Shit, wir haben eins verloren. Waiting orders. They're coming.
Töte sie nicht. Ja! Puh. Ein Gebäude haben sie mir kaputt gemacht. Ich weiß leider nicht welches. Wahrscheinlich eins der angefangen. Ach so, hier, so ein angefangener Turm war da. Angefangener Turm war das, ja. Ja. There's nothing left. There's nothing left. Building clear. There's nothing left. There's nothing left. There's nothing left. Clear. Ich glaube, da gibt's nichts mehr. Ich glaube, da gibt's nichts mehr. Ich glaube, da gibt's nichts mehr. Operating orders. Let's do it. On my way. Noch nicht einmal mehr Int gefunden. Noch nicht einmal. Mehr Leute im Lager sind immer gut für wenig Nahrung. Ey, guck mal, beim Essen wird doch mal mehr. Mal mehr essen. So langsam geht das. So halbwegs. There's nothing left. Receiving. Aha, zu spät. War da mal ein Trupp? Es wird schon wieder hell, obwohl es regnet. Vielleicht haben wir Pech. Wie Swarming. Es ist Tag. Da darf jetzt erstmal nichts passieren. So, jetzt müssen wir erstmal den Turm da hinten wieder neu bauen. Beziehungsweise die Blaupause neu setzen. Operator, we found an abandoned farmstead. Ja, endlich. There are some chickens running around. They seem to have gone wild, but maybe we can breed them if we make a proper place for that. Nice, na endlich. Jetzt können wir unsere eigene Farm bauen. Ja, nehmen wir. Catch them. We'll give it a shot. Na bitte, geht doch, geht doch. Search done. No more to find. Und jetzt sehen wir halt selber jetzt unser End. Das reicht. 100. Und ein. Eine Person haben wir jetzt schon. Und wir bauen noch mehr. Ah, wir haben, glaube ich, wirklich ein großes Holzproblem. Hast du die Armee-Autos schon gesehen, die dann kommen? Nee. Ey, sag mir nicht sowas, Melek. Let's do it. So. Eine Scheune bauen. Fleisch produzieren. Hier sind wir komplett dicht. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen mal eines dieser Gebäude hier. Dann lasse ich die Mauer hier rumwandern. Hier rum. Und dann gehen wir in den Bereich rum. Das heißt, Gratulation, du wirst meine neue Scheune. On my way. We're on the move. Going there. So, guck mal, 62 Nahrung, das läuft endlich. Das läuft gut an, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ist alles schon leer? Schicken wir mal euch hin. Let's do it.
Sind wir auch in die Innenstadt? Tja, wenn es so ist, muss ich fast noch eine weitere Forschungsstation bauen. Obwohl ich meine, alle 6 Stunden einmal ist eigentlich ganz okay. Acht Mann Team haut jeden Tag Patches raus für was, was wir vorhin gesehen haben. Also da ich auch generell sowas wie Tower Defense auch mag, ist schon ganz geil. Das Problem ist, dass viele, die immer mal wieder versuchen, durchaus Spiele zu bringen, die so Fusion aus diversen Genres sind, es geht in den allermeisten Fällen. Also ich wüsste nicht, dass es einmal ein Spiel gegeben hat, bei dem es richtig, richtig gut funktioniert hätte. Ja, ne, ich sag mal so, wir können dann auch gleich schon wieder die ersten in die Türme stecken. Operator, maybe we should be more careful with our broadcasts. Might draw in more raiders than people will join. Ah, ignore. Even if bandits are no match for us anyway, we should keep broadcasting. We're missing. All squads, return to base. So, alle Squads zurück. Wachen. Sehr gut. Ah, habe ich jetzt mal wenigstens wieder ein bisschen? Nee. Ja, wir haben aktuell halt 5 Felder, ne? Für 101 Personen. Das ist nicht viel. Hundis kommen schon. Waffenproduktion müssten wir eigentlich auch mal irgendwann demnächst mal losgehen. Und es wird schon wieder kalt. Nice. Hostiles inbound. Our building is under attack. Mal, ob ich so ein bisschen pullen kann. Klappt. Guck mal, da ist schon wieder so ein Dicker dabei. On my way. Ja, hier Go drüben. Hier drüben. Genau, hierher. Hierher. We're on the move. They're trying to get inside. Ja, lässt er sich nicht triggern? Dann schießen wir so auf ihn. Warum nicht? Reporting. Roger. That was the last of them. Receiving. On my way. Receiving. We're on the move. Infected incoming. Die nächste Horde. Hierher. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Uiu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 i. Was ist denn da los? Krankenstation ist übrigens auch noch nicht fertig, nur mal so nebenbei. On my way. We're on the move. Ja, vor allen Dingen Holz haben wir wirklich enorme Probleme. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. They're breaking into our building. Join us. Dünger für die Felder, ja. We're running out of resources. Interesting near the lair that we just cleared. Say hello and wave. We can make new friends. Operator, we're
We're on the move. Waiting orders. Ready for action. Reporting. Operator, waiting orders. Reporting. Waiting orders. Operator. So, dann wollen wir mal weiter looten. Let's do it. Building complete. Zack, 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 zack. Ach, geht schon gar nicht mehr. Na gut, okay. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. So, dann holen wir mal die hier wieder raus. Roger. Und teilen mal so ein bisschen manuell zu. Ich hätte gern den Turm hier langsam. Den setzen wir mal auf Maximum. No more to find. Und hier gibt es auch überall auch noch Holz in den Gebäuden. Also eigentlich... We're on the move. Building clear. Sollte hier schon durchaus noch was möglich sein. Let's do it. Clear. Let's do it. Roger. Going there. So, vier. Ja, perfekto. Dann können wir mal loslegen. Nämlich Düngetechniken, wenn wir schon mal im Thema sind. On my way. Going there. Das war eine schöne Horde, Slayer Elite. Oh ja. Und moin. Große Feature soll ja echte Welt sein. Ist aber wirklich so? Also stehen die Gebäude wie im echten Leben oder ist so lala generiert? Achso, weder noch. Ich würde es nicht schlecht reden. Das ist tatsächlich ganz witzig. Also man erkennt es durchaus wieder. Ich habe es bei mir auch schon gemacht. Jetzt gerade ist es bei mir leider verbuggt. In der Presseversion vorab letzten anderthalb Wochen konnte ich es nutzen. Da habe ich bei mir in Südwestberlin schon ein bisschen was genutzt und das erkennst du auch gut wieder. Und das ist auch witzig, wenn du doch so die Straßennamen siehst und so. Aber es ist nicht so, dass die Gebäude eins zu eins übernommen werden, wie auch, ne? Sondern es gibt halt Gebäudemodelle, die werden je nachdem, was dort dann ist, was halt an Geomap-Daten da ist, wird das halt dann am ehesten das eine Gebäudemodell genommen, was am ehesten passt. Das funktioniert ganz gut. Aber es ist nicht so, dass jetzt wirklich irgendwie alles da exakt so an Gebäuden übernommen wird, wie es dort steht. Das natürlich nicht. Ist da ein Einkaufsladen, steht hier auch ein Einkaufsladen. Es sieht halt nicht genauso aus. So, die Größe und Form der Gebäude wird zum Teil auch mit übernommen. Das klappt also auch ganz gut. Aber es sind alles eher so Näherungsbereiche. Aber das Feature ist wirklich witzig. Nur halt, wie gesagt, leider, die letzten anderthalb Wochen hat es funktioniert. Da gab es ein paar andere Bugs, da hat es funktioniert. Hier jetzt gerade bei mir nicht, bei anderen aber schon. Größere Wahrzeichen wie Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor leider nicht, der Eiffelturm zum Beispiel schon. Also da gibt es so einzelne Objekte, die bei denen sich schon dann die Mühe gemacht haben und die dann wirklich einzeln zu bauen. Ich schätze mal, da wird auch noch ein bisschen mehr kommen, aber das Brandenburger Tor zum Beispiel nicht. Moin, Tail Striker. Clear. Moin, moin. So, haben wir jetzt mal ein bisschen. Werkzeugschuppen ist da. Hier sind sie auch überall dabei. 20 Stunden für ein Werkzeug brauchen die hier. 60 Stunden. Building clear. Bringt's also gar nicht, die kleinen Dinger. Das wird immer schlimmer. Es gibt also Synergieeffekte, wenn wir da mehrere Leute arbeiten lassen. Dann Monster, bis später. Search done. Search done. Building clear, building clear. No more to find. We're running out of stock. They're coming! Requesting support! All squads, return to base. Alle Squads zurück. We're running out of stock. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Naja, aber irgendwie müssen wir die kleinen Gebäude ja auch nutzen. Aber das ist nicht so effektiv. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen, ne? Da könnte man dann ja je nachdem durchaus noch ein bisschen was anderes auf Dauer machen mit.
Moin, Sven. Gibt es eigentlich ein Ziel oder das Überleben das Ziel? Na, es ist ja noch eine Early Access. Die wollen im Kampagnenbereich, also dass es so eine gewisse Kampagnenstruktur geht, da soll noch was dazukommen. Jetzt aktuell gibt es so gewisse Events, die auch nacheinander getriggert werden. Also hast du eine gewisse rote Linie, aber das ist noch sehr weit am Anfang. Es gibt so random Events, die dazukommen, die dann auch via Quests und so dann so ein bisschen dich beschäftigen. Das klappt auch ganz gut. Aber das sind auch nicht so viele aktuell. Da gibt es noch so random Events, die halt keine Quest triggern. Davon gibt es auch nochmal eine ganze Reihe. So, das ist ganz cool gemacht. Das hört sich dann auch immer ganz schick an. Aber da gibt es noch nicht so die große Konsequenz. Also kannst da teilweise auch entscheiden von wegen, bereitet euch vor, ignoriert es. Aber da passiert in der Regel nichts. Egal, was du davon nimmst. Also, aber es ist halt auch wirklich eine Early Access, heute rausgekommen ist. Gestern Abend rausgekommen ist. Also es ist auch noch relativ weit am Anfang, deswegen würde ich da auch noch so ein bisschen den Ball flach halten und da halt kein fertiges Spiel erwarten. We need more resources. We're running out of resources. Standardwerkzeug, ja, ja. Everybody get ready! Und es gibt immer wieder auch Events, die auch schon richtig funktionieren, die auch echt ganz cool sind. Also stimmungsmäßig und so passt das durchaus auch. Schon ganz geil. Und macht halt auch echt Spaß, ne? Also so ist nicht. Please come to us. We'll take hostile you group incoming. Kommt! Der Titel deines Streams hat mich mehr gelockt als das Spiel jetzt? Ja, das kann sein, Sven. Kann ich schon verstehen, wenn du wegen Mellalords nur drauf geklickt hast. 16 Uhr. Vorher darf ich nicht. 16 Uhr geht's los. Aber ich mache auf jeden Fall auch noch eine Mittagspause, also durch streame ich nicht. Oh, hat er nicht so gut geklappt. Gucken wir mal, dass wir die Raider hier noch killen. 16 Uhr geht's los. Ja, ich freue mich auch sehr auf Mellalords. So. Sehr, sehr, sehr. Ah, den kennen wir schon. Er hört uns nicht. Ich würde ja gerne, aber er hört uns nicht. Sir, the signal is very weak, but it must be originating from some location nearby. If we search... Unbedingt finden. Okay. Kennen wir auch schon? Das machen wir mit dem Auto. Jetzt müssen wir an den Punkten jeweils suchen, ob da dann vielleicht das herkommt. Noch mehr Raider? Clear! Ja, 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 ja. Aber die haben schon Pistolen dabei. Die haben auch schon Pistolen dabei. Dann nehmen wir mal wenigstens die, die jetzt nichts haben. Müssen die mal hier kurz weiter looten. Schauen wir mal, ob wir die Raider hier vorne finden. Raiders spotted. Mellalords könnte nicht nur das beste Aufbauspiel des Jahres sein. Mellalords könnte das beste Strategiespiel seit Anno 1800 werden. Ich habe eine Vorabversion. Ja, ich habe eine Presseversion. Deswegen darf ich nachher schon rein. Hier wird nicht mehr geflohen. Boah, was hält der denn jetzt da aus? Dann schicken wir sie hier oben mal ein bisschen weiter zum Looten. So, soweit. Die oben sind noch alle dabei. Hatte ich nicht noch mehr? Hatte ich noch irgendwas anderes gemacht? Genau, ich wollte einen Trupp wollte ich eigentlich noch losschicken.
Guck mal, hier oben haben wir noch einen, der ist ein bisschen weiter weg. Den holen wir mal eben zurück. Stecken ihn dann gleich ins Auto und werden mit dem dann mal die Posten abfahren. Was, seit WoW 2004 nicht mehr auf dem Spiel sogar? What? Anno hatte ich damals nicht abgeholt. Es gibt Strategiespiele, die ich lieber spiele als Anno. Aber ich finde, unabhängig meines Geschmacks, ganz objektiv betrachtet, finde ich, ist Anno 1800 das beste Strategiespiel, das rausgekommen ist in den letzten 6, 7, 8, 9 Jahren oder so. Persönlich ist es für mich Total War Warhammer. 1, 2, 3 irgendwie kombiniert, was mir am meisten halt echt Spaß gemacht hat und ich da persönlich am meisten halt echt catcht, ne? Aber was die mit Anno 1800 abgeliefert haben, vor allen Dingen jetzt auch mit den ganzen DLCs dazu, das ist so abartig viel und es ist so geil, liebevoll und cool strukturiert und alles und so. Mega gut. Was ich schon sagen würde, Anno 1800 ist da das Beste, das so in den letzten Jahren rausgekommen ist. So, Freunde der Sonne, dann schnappt euch mal ein Auto. Warum hast du nicht in der Nähe vom Wasser gespawnt? Es gäbe drei Richtungen statt vier zu verteidigen. Nein, erstmal. Ich konnte es nicht auswählen. Ne? Wenn du dieses komische hier, dass du deine eigene Heimatbereiche anwählen kannst und dort anfängst quasi mit deiner Kampagne, das war bei mir leider verbuggt. Dann hast du das Spiel mal abgestürzt. Deswegen konnte ich das leider so nicht machen. Und musst du eine der vorgefertigten Maps nehmen. Und wenn du eine vorgefertigte Map nimmst, dann funktioniert es nicht. Dann musst du auch den Außenposten so nehmen, wie er ist und vor allen Dingen, wo er ist. Da geht er nicht mehr. Leider. Deswegen bin ich da, wo ich bin. Und muss damit zurechtkommen. Roger. Another one incoming. The signal is weaker over here. Let's search elsewhere, quickly. Let's do it. Acknowledged. Ja, ansonsten genau. Die Zombies laufen auch durchs Wasser. Das interessiert die auch nicht allzu sehr. Also insofern, was wir so versuchen, ein bisschen von der Map zu nutzen, ist, ne, das ist jetzt unsere Außengrenze. Jetzt schwenken wir hier so ein bisschen mit unserem Lager dann am Ende hier ran. Und hier haben wir eine alte, mittelalterliche, ne, Mauer. Und die werde ich dann versuchen, so ein bisschen mitzunutzen. Das ist ein Spiel für 24 Euro. Ja? Ja? Es hat aber auf jeden Fall hier, da laufen sie übrigens gerade, obwohl es gerade Eis ist. Es hat aber auch momentan echt noch einige Bugs. Okay. Und cool. Dann sagen wir mal eben, obwohl, die sind ja auch noch on Tour. Oh oh. Hostiles inbound. The signal is weaker over here. Let's search elsewhere. Quick. We're on the move. Hostiles inbound. Oh oh. Ich hab meine Wachen sind besetzt. Sehr gut. Acknowledged. Hostiles inbound. Take him down. Also du musst schon gucken. Du musst schon damit klarkommen, dass es jetzt via Early Access halt momentan auch noch durchaus einige Bugs hat. Und so, wenn du das nicht kannst, dann würde ich dir noch raten zu warten. Weil dann wäre es auch für 24 Euro nicht zurecht. Wenn du damit zurechtkommst, und im Zweifelsfall auch damit zurechtkommst, dass du mal an einen Punkt kommst, dass du nicht richtig weiterspielen kannst, vielleicht mal auf ein Update warten musst oder so, dann kannst du jetzt auch getrost zugreifen, weil das Spiel ist geil, das macht sehr viel Spaß. Send them in. Moin auch Cookie. Irgendwann wird da gerade geschnetzelt. Ich hoffe, es sind nicht meine Leute. Was, die Stadtmauer genutzt? Hm? Hey, ich mach's ja auch. Ich gehe jetzt hier dann irgendwann hier rüber und nutze wenigstens zu der Seite. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Signal is weaker over here. Let's search elsewhere quickly. Jetzt haben wir nur noch den Spot da. Oh oh. Oh oh.
Was ist denn hier los? They're breaking into our building. Schnell noch zwei Trupps rüberschicken. Die sind im Auto! Die sind im Auto! Noch haben sie Muni. Jetzt können wir wieder. Ja, ja, kommt ran. Kein Problem. Please come to us. We'll take you in. Operator, kill them! We're under attack! We need backup! We're under attack! Alter! We're on the move. Was geht mit denen? Where are you? Kommt. Es gibt zwar nicht viel zu essen, aber hey. Search done. Chief, nein! But there is something odd about it. Someone must have been here recently. Get on the ground! Drop your weapons! Hands where I can see them! Eine fällt quer gebaut, das triggert dich. Ja, da musst du leben, da musst du leben. Ging nicht anders, sonst hätte ich es da nicht hinbekommen. Who is this? Nice little squad you got here. Very, very nice. What do you want? I don't know. What can you offer for your people's lives? Just tell me what you want. Let's see. Canned food. Shitload of cans full of delicious stuff. God, I'd kill for a chicken soup. Oh, wait. All right. We'll be there. We'll bring what we can. I'm glad we have an understanding. Reporting. Later. Infected incoming. Nix da. Kann knicken. Rein da. Roger. This is Chief Operator of the 6th Zone. We're under attack. I repeat, we're under attack. Der kann nicht mit uns reden, kennen wir schon. Die schon. Whoa. I see that somebody doesn't like playing by the rules. I told you to come with supplies, not guns. You've made your choice already. We'll just do the world a favor. We're under attack! God damn it, they fooled us! Kill them, boys! I'll get you next time, operator! Nein! Wir haben sie. So. Bei dem einen Trupp haben wir aber was verloren. Da fehlt einer. Aber jetzt nicht durch die hier. So. Hier haben wir noch ein bisschen was zu tun, habe ich gehört. Building clear. Sir, signal is slightly stronger over here. If we search the nearby buildings, we might find the source of the transmission. Fennity. Understood. Watch yourself.
So, dann gucken wir doch mal, was wir alles so da schicke draus bekommen. Sir, we found where the transmission came. Clear. This must have been one of the safe zones. It seems it fell years ago, but the equipment somehow survived and kept transmitting. It's powered by solar panels that were occasionally catching some light. Maybe we could try to use solar energy too. Roger. Gerne. All right. Let's try. Tja, wir brauchen immer noch mehr Werkzeuge. Ich werde eine große Werkzeugfabrik bauen. Das macht ja echt langsam keinen Sinn mehr hier. So, komm her. Wir haben bald ein ordentliches Problem. Nicht mehr, aber ja. So schön, wie es erst hochgegangen ist, weil es halt jetzt halt auch wieder Winter ist und es ist auch wieder runtergegangen. Wozu brauchst du Werkzeuge? Zum größten Teil für Bau von Feldern und sowas. Also, gewisse Gebäude brauchen halt auch Werkzeuge. Die musst du dafür dann halt auch haben. Hast du die nicht, bist du am Arsch. Hm. Search done. Search done. We're on the move. All squads, return to base. Mal lieber erstmal wieder alle zurück. Ach, viele, ne? Große Teile, ne? Hier, guck mal. Türmchen und so, das ist schon alles echt ganz geil. Die Gebäude müssen wir noch endgültig abreißen. Das wäre nicht so schlecht, dass wir endlich mal hier dann auch die Mauer rumziehen können. Das wäre schon echt ganz cool. We're running out of stock. Ja, außerhalb Holz, es geht schon wieder los. We're running out of stock. We're running out of stock. Die außen haben auch schon gut gelitten. Nein. So. Dann wollen wir mal. Dann hoffe ich mal, dass wir beim nächsten Mal weiterspielen können. Denn ich verabschiede mich jetzt in die Mittagspause. Und wir sehen uns dann um 16 Uhr wieder zu Manalords. Freue mich tierisch drauf. Ich schätze mal, ihr euch auch. Das wird mit Sicherheit eine sehr geile Sache. Ich werde euch zu Capusan weiterschicken. Ich spiele gerade in Kershaw Red River, das, was wir gestern gespielt haben. Ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Und dann sehen wir uns nachher. 16 Uhr, Manalords. Dann wieder auf beiden Plattformen, also ne, YouTube, Twitch, das werde ich auf beiden Plattformen gleichzeitig streamen. Wird geil. Infection Free Zone, vielleicht spielen wir es am Sonntag weiter, ich muss mal gucken, dann machen wir hier wieder einen 12-Stunden-Stream. Ich würde halt ganz gerne noch ein bisschen abwarten, wie das mit Manalords nachher läuft. Das ist eine Early Access, auch Manalords ist nachher eine Early Access. Das heißt, wenn wir es stabil halbwegs hinkriegen und das auch danach aussieht dann, dass wir es auch wirklich länger spielen können, schon direkt mit allem, dann wird das natürlich sich auch sehr stark ins Wochenende reinziehen, ne? Davon würde ich das nachher so ein bisschen abhängig machen, was zum Beispiel in einem 12-Stunden-Stream am Sonntag kommt. Das heißt, ich schätze mal, spätestens Anfang nächster Woche gibt es wieder Infection-Free-Zone, also spätestens dann wieder Montag. Aber vielleicht ja auch schon am Sonntag. Aber lasst uns mal nachher erstmal ganz gediegen Manalords angucken, wie es ist, wo es ist, was es kann und dann schauen wir mal. Ansonsten danke ich euch natürlich sehr fürs Zuschauen und für alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bei Capusan, bei Kershaw Red River und wie gesagt, wenn ihr mögt, sehen wir uns nachher wieder 16 Uhr zu Manalords. Hi, und zwar Supi. Oski.